Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Hallo ihr da draußen. Happy. Nein! Würfel auf der Kante, Mann. In die Suche. Knopf drücken. Instant. Er hat noch Happy gedroppt. Yippie, yippie, ha! Fröhlicher Tag. Faszinierend, oder? Mein geilster Baul. Blasphemie. Doch nicht. Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu der 33. Ausgabe des guildnews.de Podcast. Meine Wertigkeit ist Chronic Gamer und in der oberen rechten Ecke mit einer Größe von 1,93 war es, glaube ich. Sputti. Du bist muted. Damn! Genius. Ich hoffe, das klappt so. Ich war gerade kurz mal wieder auf einer anderen Lautstärke. Naja, weiter. Ah, das wird schon, das wird schon. Ja, 193 Meter, wollte ich gerade sagen. 1,93 ist die absolut richtige Größe. Und mit einer Größe und einem Kampfgewicht von zusammengerechnet 210, ich weiß nicht, ob das hinkommt, unter mir, Dutzi. Ich bin gerade verwirrt von deiner Ansage, okay. Ich wollte weder Größe noch Gewicht gleichzeitig schätzen, deswegen habe ich das irgendwie zusammenaddieren wollen. Und neben mir der Werte Stefanitas. Nicht Leuchtnitas. Heute nicht Leuchtnitas. Doch, der braucht nur mal seinen Kopf erkennen, dann haben wir Leuchtnitas. Irgendwann läuft auch mal der Running Gag tot. Outer Space Nitas. Glaube ich nicht. Niemals. Drop the Space Nitas. Genius. Ich würde mal sagen, wir schauen uns direkt mal an, was wir heute so alles für euch haben. Und zwar wieder ein Sputti, von dem man den nur bis hier sieht. Genius. Wir reden erst über den kommenden Patch Fraktur, dann ein bisschen über den Kram, den ArenaNet uns alles sagt im Zuge der gemeinsamen Entwicklung. Dann gehen wir über zu Sonstiges, Item Shop Watch, dann gibt es die NCSoft Quartalsberichtszahlen, Gedöns. Dann ein wenig Guild News diskutiert zur Living World, war das richtig? Ganz genau. Richtig. Dann rüber zum WVW, da gibt es Neues zur GVG Arena und Rangliste. Im PvP haben wir dann das AAA-Tournament, welches dieses Wochenende stattfand, sowie den letzten und den kommenden ESL Weekly Cup und Definitely Not Guild News, unser hauseigenes PvP-Team. Ich liebe dieses hauseigene PvP-Team und ich habe schon versprochen, dass wenn sie den ESL Weekly Cup gewinnen, wir den Gewinn nochmal verdoppeln, aber ich bezweifle das. Irgendwie. Irgendwas sagt mir, dass sie den ESL Weekly Cup nicht gewinnen werden. Dabei aber gut, darüber sprechen wir. Mann. Ja, eben, und dann verdoppeln wir das. So, oh Gott. Ja, aber wir haben es ja. Ja, hallo, klar. Ganz ehrlich, wenn die den Weekly Cup gewinnen, fresse ich einen Besen. Aber gut. Gute Motivation, Coach. Das geht ja nur für den jetzigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Weekly Cup am 17. Januar 2014 relativ erfolgreich angehen können. Wenn wir die neuen Spieler eingekauft haben. Genau, weißt du, das ist im Prinzip nur so ein Vorwand, ja, zu sagen, hey, wir haben ein Team, das ist gut trainiert, ja, das sind im Prinzip alles Low-Bobs, aber die haben trotzdem das Halbfinale erreicht im Weekly Cup und dann kaufen wir die großen Namen ein und gewinnen dann das Turnier im Januar. Das ist eh schon mit denen abgesprochen, wisst ihr Bescheid. Seems legit, auf jeden Fall. Okay, wir fangen erstmal mit einem kleinen internen Ding an, das wir jetzt nicht groß mit auf die Liste gesetzt haben. Das Guild Wars Factions Let's Play geht weiter, ging weiter, wird weiter gehen. Teil 3 ist online, hat die Leute bis auf den Tod verwirrt, weil du es auf den Spuren des Mesmers getauft hast, obwohl da gar kein Mesmer mitspielt. Ja. Das war zumindest die erste Reaktion auf Facebook. Ich weiß, das ergibt manchmal nicht immer so einen Sinn, aber... Ja, wenn die Leute sich komplett ansehen, verstehen sie den Sinn dieses komplexen und künstlerisch anspruchsvollen Titels. Ich muss sagen, das Let's Play, mal abgesehen davon, dass es mir persönlich auch ganz, ganz gut gefällt, kommt relativ gut bei den Leuten an. Ja. Bei 300 Views immer so von Teil zu Teil. Und ich kann auch mal sagen, freut euch mal drauf auf Teil 4, dann haben wir auch eigentlich mal ein vernünftiges Bild, aber diesmal scheiß Ton. Ich verspreche, bei Teil 5 werden wir beides optimal haben. Hoffe ich zumindest. Da bin ich gespannt. Ja, jedes Let's Play ist bei uns sowas wie abstrakte Kunst. Ja, das sind gewollte Features. Ja, die gewollte Features. Und ich bin dafür, auf der nächsten Convention, wo wir irgendwie sind, macht ihr davon so ein bisschen Performance-Art.
Macht ihr den nächsten Teil, dann tanzt ihr eure Episode in den Sand oder sowas. Boah, das fände ich gut. Dance Battle gegen Shiro. Ja, Alex, das findest du auch nur gut, weil du es nicht machen musst. Das ist absolut richtig. Das ist generell oft der Fall, glaube ich. Ja, das ist auch richtig. Alles, was ich nicht machen muss, ist zurzeit gut, muss ich sagen, weil ich stecke mit dem Heiz in so vielen Arbeiten. Und über die Hälfte davon darf ich nicht reden. Das ist das Schlimmste, weißt du, wenn du Arbeit hast, dann red nicht drüber. Ich kann ja, solche Leute nicht sagen, so, eigentlich würde ich euch jetzt was sagen, aber ich darf nicht drüber reden. Ja, so ist das Leben. Ne? Ich kann euch sagen, es wird geil. Es wird legendary. Aber gut, andere Geschichte. Das ist way gut, for it vergessen. Nein, so viel ist es da, so geil ist es da doch nicht. Du musst an die Zeit denken, Dommi. Ja, genau. An die Zeit denken wir. Den haben wir gerade 10 Minuten damit verdammt, über euer Let's Play zu sprechen. Zeitgefühl. Okay, widmen wir uns aber jetzt vielleicht mal dem ersten Thema, an das wir uns wahrscheinlich auch über lange, lange Zeit verlieren werden können. Und zwar den First Facts zum neuen Patch Fraktur. Ich würde sagen, wir schauen zuallererst mal in das Video, wobei wir lassen das Video im Hintergrund laufen gleich. Mhm. Während wir darüber sprechen, würde ich sagen. Weil es ist so damn epic, aber wir können jetzt nicht 2,5 Minuten damit verbringen, dass wir dieses Video uns nur auf das Video fokussieren. Deswegen, Dommi, lass es mal laufen, während wir darüber sprechen. Ja, ist schon an. Und auch wunderbar. Und ich gehe das so ein bisschen chronologisch durch, und wenn ihr irgendwo was einwerfen wollt, dann tut das. Also, Fraktur, wie der Name schon sagt, lässt so ein bisschen auf die Fraktale der Nebel schließen, ja, schon im Titel. Und genau das wird auch der Hauptinhalt des Patches sein. Das heißt, wenn ihr selber Fans dieser zusammengewürfelten Mini-Dungeons seid, dann kommt ihr diesen Patch auf jeden Fall auf eure Kosten. Zuallererst mal kriegen wir von Ellen Kiel das uns lange, lange versprochene Fraktal zum Traum Nova Reaktor. Wo ich mich persönlich sehr, sehr drauf freue. Ich will Abaddon. Ich weiß. Das war immer so der Disput. Wir hatten schon damals immer diesen Team Alan gegen Team Evan Konflikt innerhalb des Teams, das damals noch kein Team war. Telefon. Aber sie haben ja schon damals gesagt, dass sie das Abaddon-Fraktal dann irgendwann nachschieben werden. Bloß das halt erstmal sich auf die Entwicklung des Thermanova-Reaktors konzentrieren. Traumnova? Des T-Reaktors. Okay, wir nehmen jetzt T-Reaktor. Ja. Er ist Mr. T. Mr. T-Reaktor. I pity the fool. Neben dem Traumnova-Reaktor kriegen wir zudem die uns ebenfalls versprochenen, die wir übrigens auch mit Evan bekommen hätten, Fraktale zu dem Erlebten in der lebendigen Geschichte. Ich finde es übrigens toll, wie du uns da telefoniert. Sieht man und aber zwar nicht. Einmal, echt? Was? Sieht man nicht? Video läuft. Wir sehen nur den Trailer. Ja, stimmt, wir sehen nur den Trailer. Okay, dann ist es egal. Können wir nicht mal über den geilen Artstyle von dem Trailer reden? Das machen wir gleich noch. Das machen wir nachher. News. Ah. Ja. So, pass auf. Genau, als allererstes, wir kriegen die Instanzen oder die zusätzlichen Fraktale zur vorherigen Allianz und zu den Ätherklingen. Die meisten von euch werden es vielleicht damals mitgemacht haben. Das waren eigenständige Dungeons, die nach einer kurzen Zeit wieder aus dem Spiel verschwunden sind. Nee, war es im März oder? Nee, das war Februar. Oh, Genius. Okay, das war im Februar war die Molten Facility. Und oder war es doch schon März? Ich bin gerade am Überlegen, wann der Übergang zu Südlicht war. Südlicht war ja noch vor der Super Adventure Box, oder? Ja. Ja, dann müsste das theoretisch. Letztes Jahr. Ich dachte, das war März. Ja, ich weiß nicht. Ja, es könnte Anfang März gewesen sein. Ende Februar, Anfang März, als wir die Folge Allianz hatten. Und dann auf jeden Fall, das weiß ich ziemlich sicher, das war Ende Mai, Anfang Juni, wo wir die Ätherklingen hatten. Und diese beiden Instanzen werden jetzt auf 2 Fraktale und 2 Boss-Fraktale aufgeteilt. Das heißt, besonders die Kämpfe gegen Maitrin am Ende und gegen die beiden Brüder in den Schaufleranzügen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Weiß einer von euch beiden noch? Nee. Okay. Auf jeden Fall gab's und Charlie. Keine Ahnung. Danke, du hast dir das. Du kommst wieder. Faust, ich glaube, ich der eine. Nichts an Inhalt mit. Nice. Mal so gesagt oder mal so in die Runde gefragt. Welcher dieser beiden neuen Bosskämpfe hat euch damals mehr gefallen? Das feurige Duo, wie ich die beiden nenne, oder Maitrin? Feuriges Duo finde ich gut. Nennen wir sie ab jetzt so.
Ich persönlich bin ein großer Fan von dem Maitrin-Boss-Fight. Auf der einen Seite sagen viele, wenn man einen Fail-Tritt macht, dann hat man quasi den Boss-Fight weggeworfen. Aber genau das ist, finde ich, oder ist zumindest meiner persönlichen Meinung nach, das Geile daran. Ah, ich habe den Namen gefunden. Wenn du was falsch machst, dann ist es einfach vorbei mit dem Kampf. Eigentlich mal ja, harte Bosse. Ich habe gerade den Namen gefunden. Feuriger Feuersturm hieß der Schaufler und Feuriger Berserker der Char. Feuriger Berserker, stimmt, das war's. Hast du erwartet? Ja. Ja, ihr seid dran. Welches findet ihr lieber? Das war die Frage. Ich mag den feurigen Berserker und den feurigen Das ist ein Zungenbrecher. Das feurige Duo mag ich besser. Da hat mir die Mechanik besser gefallen, die Duke hat mir besser gefallen und ich habe auch, glaube ich, nur einmal mal drin gelegt. Das war ein Tag, bevor der Dungeon wieder aus dem Spiel kam. Ich habe Maitrin, glaube ich, insgesamt 7, 8 oder 9 Mal sogar gelegt. Habe ich das überhaupt gemacht? Immer mit mehr Leuten, immer mit Leuten aus der Community, die den noch brauchten, weil die den so schwer fanden. Einmal war es ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis mit drei Rangern. Da bin ich auf Guardian gewechselt und irgendwie habe ich mit dem Guardian dann alles verkackt. Das war ein bitterer Tag. Also ich bin eher so ein Fan von dem feurigen Duo, wie das der Warnetasse schon betitelt hat. Aus dem Grund, weil der Bossfight mit Maitrin, weiß nicht, der war ein bisschen unnötig lang. Ja, er war recht zäh durch die ganzen Phasen. Vor allem, du musstest den ja immer in dieses Feld da setzen. Also Maitrin musstest du immer in dieses Feld irgendwie locken, damit sie ihren Schutzbar verliert. Und das hat nicht immer ganz so funktioniert, wie es eigentlich Das hat super wird. Funktioniert, wenn man wusste, wie. Ja, ich hab... Dann war du ich einfach so blöd. Du hast einfach während dieser Phase einfach mit dem ganzen Team geballt, bis du in die Szene kamst, wo das Feld lag. Bis dann hast du eine Millisekunde mit dem Team drin gestanden, Maitrin steht und haut auf dich ein. Ihr dodgt alle nach hinten raus, Maitrin steht im Feld drin. Das ist nur ein bisschen was von Timing. Sonst ist daran nichts schwer gewesen. Also ich konnte mich mit dem Bossfight nicht so an Freunden. Ja, ich sag ja, das ist ja gerade dieser kontroverse Punkt. Ich persönlich bin ein großer Fan von Bossfights, wo du halt mit einem Fehler das ganze Ding wegwirfst und wo du wirklich ein paar Mal dran tryst. Und andere Leute sagen, das ist das Schlimmste, was man haben kann. Ich fand halt auch so schön bei dem Duo, ich bin so der Fan, der ewig gerne so AOE-Fehler ausweichen geht. Das hatte man ja da en masse gehabt. Das hat mir irgendwo gefallen. Und besonders der Fight vorher war irgendwie genial mit diesen Maschinen. Ich bin auch ewigster Fan von dieser Druckwelle. Diese Mechanik dieser Druckwelle, dass man so drüber springen muss. Und so. Ich finde diese Mechanik sehr genial eigentlich. Ich würde es mir noch viel mehr wünschen. Druckwelle, über die man rüberspringen muss? Ja, die Folge Allianz hast du mit uns gemacht, Domi. Aber du bist in meinem Guide-Video mit drin, ja. Da waren wir doch, da war doch diese Maschine oder dieser Sensor, wo wir 4 verschiedene Rätsel überstehen mussten oder 4 verschiedene Fallen. Das war mit solchen Feuertornados, denen du ausweichen musstest, einer Druckwelle, über die du drüber springen konntest, Feldern, aus denen du raus musstest und? War das vierte? War noch was viertes? Ah ja, und alles einmal zusammen. Ja, alles zusammen. Warte, war das, wo diese... Ach so, war das der Boss, den ich so gut fand? Ja, genau das. Ah, okay, gut. Der Fight mit den beiden kommt halt als extra Boss-Fraktal ans Ende eines Durchgangs in den Fraktalen. Wenn man auf der geraden Stufe ist. Nee, eben nicht mehr. Aber darüber sprechen wir gleich nochmal über die genauen Änderungen in den Fraktalen. Dann haben wir noch nebenbei, also neben den 3 neuen Fraktalen, die dazugekommen sind, über die wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, weil damit auch ein Rework der Fraktale im Allgemeinen kommt, wurde uns versprochen, dass der Albtraum weitergeht. Das heißt, wenn ihr bisher noch nicht die Erfolge im Turm der Albträume gemacht habt, keine Panik, um es mal zu zitieren, er droht zusammenzustürzen, doch der Kampf ist noch nicht vorüber. Das heißt, wir werden da noch eine ganze Weile wahrscheinlich dran sitzen. Und wenn ihr also die Erfolge noch nicht gemacht habt, dann keine Panik. Ihr habt noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall, auch nach dem kommenden Patch. Und du hattest ja schon öfters gesagt, dass sich da wahrscheinlich niemand mehr reinbegeben wird. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das fängt schon jetzt an, sehr, sehr stark auszusterben. Und wir werden sehen, ja, wir werden es auf jeden Fall sehen, dass nach dem Patch am 26.11. fast niemand, übrigens mein Geburtstag, ich finde das mega geil, dass ich an meinem Geburtstag 3 Fraktale bekomme, dass da niemand mehr reingehen wird. Und Leute, die dann versuchen, ihre Erfolge zu machen, werden da ganz schön alleine stehen.
Könnte so ein bisschen sowas sein wie der Fight gegen. War das gegen oder? Nee, das war gegen Traherne. Nee, war das Traherne? In seiner komischen Kammer, der so übelst einfach war? Kanach. Kanach. Ach Leute, warum will ich Kanach Traherne nennen? Ja, Ich weiß es nicht, aber beides ja. Silvari. Ja, Boom, Beides nutzlos. Salat. Blattläuse, egal. Vielleicht so, dass sie halt einfach mal zeigen wollen, das, was ihr euch da die ganze Zeit wünscht, dass sie länger da sind, dass das Bullshit ist. Die Supervention Box zum Beispiel ist deshalb sowas Besonderes und unglaublich beliebt, weil die Leute nur eine begrenzte Zeit haben, es zu machen. Während die nicht da Richtig. ist, ärgern sich viele, wenn sie Inhalte nicht gemacht haben, wenn sie währenddessen zum Beispiel keine Guide-Videos veröffentlicht haben oder ähnliches. Ne, Domi? Und im Nachhinein, wenn sie dann wiederkommt, ist die Freude umso größer. Und das ist halt, das funktioniert hier ähnlich. Und das finde ich ist so ein guter Beweis dafür, dass zwar die lebendige Geschichte an sich gut ist, aber dass halt so permanenter Inhalt entweder extrem gut sein muss oder eine Erweiterung bringt, die halt wirklich brauchbar ist. Wir sehen zum Beispiel die Südlichbucht. Meiner Meinung nach keine schlechte Erweiterung, aber kaum ein Mensch mehr macht die Kaka-Königin, auch wenn die mega viel Belohnung gibt. Kaum ein Mensch geht da mehr hin, außer vielleicht um Orichalcum oder sonst was zu sammeln. Die Ja. Events dort oder ähnliches macht doch kein Schwein. Das war halt auch Inhalt der lebendigen Geschichte. Und ja, man muss halt immer so ein bisschen sehen, wie die Inhalte sind. Wenn sie halt nicht super mega Kick-Ass sind, sondern nur ein bisschen über dem Durchschnitt von dem, was man erträgt, da geht da kein Mensch hin. Ja, geht ihr dafür jetzt öfters in die Heimatinstanz? Ich muss zugeben, ich war mit jedem Charakter einmal da, um den Fertigkeitspunkt abzustauben und jetzt einmal, um mir, nee, zweimal, um mir Quarzkristalle aufzuladen. Aber ich bin nicht viel häufiger in die Heimatinstanz, also ein bisschen Ja, häufiger, aber ich nicht auch nicht wirklich. wirklich. Der Anreiz, es ist eine nette Idee und ich denke, wenn da mehr und mehr zukommt, lohnt sich das. Spätestens dann, wenn ich irgendwann in der Lage bin, meine komplette Sammel-Daily in meiner Home-Instanz zu machen, dann werde ich täglich in die reingehen. Ja, so viel kann ich schon mal versprechen, persönlich, weil ich hab Candycorn und Quarz schon drin. Mal schauen, was da demnächst noch reinkommt. Ey, lohnt sich das dann irgendwann wirklich, einfach so eine komplette Daily in meiner Home-Instanz zu machen? Ja, Gleich mal zum neuen Patch vielleicht raus. nochmal, oder? Wolltest du noch was sagen? Ich Hä? jetzt? Ja, du hast gerade angefangen. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass du ja nicht mal aus deiner Heimatinstanz raus musst. Ja, Im das echten ist. Leben. Schön, schön wäre es doch, wenn man darin wenigstens Handwerksbänke und generellen Zugang irgendwie zu ein paar Dingen hätte, die man auch in der Mystic offenen Welt Forge. hat. Mystic Forge wäre eine Möglichkeit Das wäre oder dann wieder gegen die ich. Philosophie von ArenaNet, dass man die Spieler nicht aufteilen möchte. Aber Das ist der Punkt. ich bin jetzt verzweifelt diese Woche, weil ich jetzt für mich beschlossen habe, vorerst nicht mehr in Löwenstein auszulocken, auch nicht mehr nach Löwenstein zu gehen, weil ich einfach unendlich lange Ladebildschirme da drin habe. Bin ich in Ratasum total verzweifelt, weil ich nirgends eine mystische Schmiede gefunden habe. Ja, hier gibt's nur in Gibt's so einen LA oder in Löwenstein? PvP. Ja. Im WVW gibt's die noch und Ja, im in BVB ist immer so eine Götterfels, Sache. wenn du so eine Special-Zugang-Lizenz hast für 2 Wochen. Ja, soll ich mir die jetzt kaufen? Ja. Ja, wenn's dir hilft, schon. Gut, um jetzt nochmal zum Patch zurückzukommen, ehe wir uns hier in der Diskussion zur Heimatinstanz verlieren. Damit einher kommen viele, viele Änderungen an den Fraktalen. Darauf geht gleich Durzi nochmal ein bisschen genauer ein. Wobei, macht das Durzi egal, wir werden sehen. Ein unendlicher Fraktaltrank wird dazukommen, der euch in verschiedene oder in ein und denselben, nee, Verschiedene. beliebige Feinde bzw. Verbündete aus den Nebeln verwandelt. Das ist ein Da Drop, freue ich ne? mich. War es ein Drop? Ja, es war ein random Drop ab einer bestimmten Stufe. Und es werden neue Runen und Sigile kommen. Da freue ich mich persönlich auch drauf. Ja, eine Zusätzlich Ball. wird es für die Fraktale eine Rangliste geben. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen kontroverse, wenn wir beim Thema Fraktale sind, drüber diskutieren. Und es wird die GVG-Arena im Obsidian-Refugium, beziehungsweise auch die Möglichkeit, das Jumping-Puzzle zu betreten, ohne in die ewigen Schlachtfelder zu müssen, ins Spiel kommen. Da reden wir gleich nochmal genauer drüber, wenn wir beim Thema WVW sind, denn es gibt die ersten Bilder und ein kleines Video zum Obsidian-Refugium. Gut, kommen wir nochmal genauer zu den Änderungen an den Fraktalen. Und zwar wird die Fraktalmodifikation
Rotation, glaube ich, geändert, oder? Ich muss jetzt gerade zugeben, dass ich den Blogartikel gestern nur überflogen habe, weil ich so spät zu Hause war. Kurz überlegen, weil ich habe ihn durchgelesen gehabt, aber inzwischen schon wieder mehr als die Hälfte vergessen. Und zwar, genau, was sich ändert, ist eben die Rotation bezüglich des Boss-Fraktals. Und zwar wird es jetzt nicht mehr so sein, dass immer bei jeder geradseitigen Fraktalstufe ein Boss-Fraktal da sein wird, sondern immer. Also egal, ob gerade oder ungerade. Dann ist es noch so, dass die Belohnungsstufe dann accountweit ausgeweitet wird. Also wenn einer eurer Charaktere Stufe 50 hat, dann werden alle Charaktere dann Stufe 50 haben. Wobei jetzt mit ab nächste Woche alle Leute mit Stufe 30 und höher auf Stufe 30 runtergestuft werden. Das hat den Grund wegen den Nebelsperren-Instabilität und den Ranglisten, die gerade eben schon genannt hatte. Die Nebelinstabilitäten, das sind so Sachen, die sollen die ganzen Sachen noch, die Fraktale noch etwas erschweren. Und das soll auch in jedem Fraktal dann anders sein. Also wenn ihr im Schaufler-Fraktal habt, habt ihr eine ganz andere Instabilität dann als im Eisfraktal und so weiter. Und die sind dann genauso zufällig. Nee, das ist, glaube ich, falsch. Da steht aber da drin. Die passen sich der Stufe an. In jeder Stufe müsst ihr euch mit einer neuen Instabilität auseinandersetzen. Nicht in jedem neuen Fraktal. Ist für alle drei Fraktale und den Boss identisch. Wird aber durch eine neue Herausforderung abgelöst. Sobald ihr eine neue Fraktalstufe aufsteigt. Ja, sobald du hast immer diesen Run, der besteht aus drei Fraktalen und einem Bossfraktal. Und über diesen Zeitraum hast du halt diesen Zusatz. Ja. Was das alles ein bisschen schwierig macht. Wenn du einen neuen Run beginnst, hast du dann was anderes. Genau, das sind auf jeden Fall meiner Meinung nach eine sehr, sehr interessante Änderung. Zuallererst mal, dass die Maximalstufe jetzt auf 50 beschränkt wurde. Das löst das Problem ab, das wurde mich gerade auch im Chat angesprochen, was Fluxi meinte, dass es ja da, dass da dieses Hardcap ist. Das heißt, ab da ist es eigentlich unmöglich, ohne irgendwelche Exploits, Bugs oder ähnliches, das Ganze zu überleben, weil einem die Qual bei dem Schlund instant killt. Und immer wieder, wenn man zum Schlund hin will, kriegt man erneut den Qual-Debuff, der einen erneut instant killt. Das heißt, man ist quasi in der Endlosschleife gefangen und kann keinen Rang ohne Exploits höher aufsteigen. Das heißt, das Problem haben sie zumindest insoweit gelöst, als dass sie einfach die Stufe nicht mehr höher als 50 oder die Stufe an sich nicht mehr höher als 50 anheben. Klar, nee, die Zusetzung, das ist aber auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Nein, aber sie haben halt damit auch komplett Änderungen gebracht. Das auf 50 anzupassen und dafür halt diese Nebelinstabilitäten mit ins Spiel zu bringen. Aber eine Frage, und zwar, okay, man muss erstmal kurz drüber sprechen, und zwar über die Veränderung der Qualwiderstand-Infusion. Zum einen, dass die infundierten Ringe etwas verändert werden, und zwar, dass die dann zwei Slots besitzen, zwei Infusionsslots, und dafür eben nicht mehr als Stat den 5 Qualwiderstand Infusion. Damit ändert sich doch überhaupt nichts. Nee, aber was ich jetzt drüber reden wollte, war folgendes. Weiterhin wird jetzt auch ein plus 1 Qualwiderstand als Infusion im Fraktal droppen. Und meine Frage ist, und die, ja, muss ich noch dazu sagen, und die kann man als Konstrukteur dann noch kombinieren. Also zwei plus 2 Infusionen, dann kann man dann zu einer plus 3 Infusion craften. Meine Frage ist dann, gibt es da einen Cap für diese Infusion? Nein, und wo liegt der? Ja, weil dann könntest du nämlich theoretisch von der Infusion her so hoch gehen, dass du dann theoretisch doch noch 50 schaffst, weil der Typ dich nicht killen kann. So, es ändert sich doch überhaupt nichts mit diesem System. Du hast im Endeffekt genauso viel Qualwiderstand wie vorher auch. Nein, du kannst doch. Du kriegst ja plus 1 Infusion gedroppt. Ja. Und die kannst du craften. Und richtig, so aber du kannst ja einfach eine plus 5 kaufen. Schon hast du das ganze Problem, er hat sich das ganze Problem erledigt. Richtig, aber du kannst ja dann auch 2 plus 5 nehmen und zu einer plus 6 hochcraften. Nein. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nein, kannst du nicht. Wo steht das?
Wo steht denn das? Das wäre lächerlich, warum sollte man Du kannst dir wahlweise eine plus 5 Qualwiderstand kaufen oder eine plus 3 craften. Aber das plus 5 kaufen wird immer mehr wert sein als die plus 3 craften, weil du 2 Qual mehr Widerstand. Ja, aber das mit plus 3 ist ja nur ein Beispiel. Nein, das ist kein Beispiel. Doch, ihr könntet beispielsweise aus 2 plus 2 Fusion und einem thermokatalytischen Reagenz eine plus 3 Infusion machen. Ja, da möchte ich wissen, ob es da wirklich eine Obergrenze ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du denn damit was höheres... Hast du jetzt meine Frage verstanden, also? Ja, ich dachte nicht, dass das nur ein Beispiel wäre. Okay, ja, alles klar. Da muss es eine Obergrenze geben. 5 wird die Obergrenze sein. Deswegen das haben die bestimmt eingefügt, damit man auch als Nicht-Fraktalgänger an Qualinfusion kommt. Da bin ich es aber auch schon fast schon überflüssig. Nein, das ist dafür, dass du dir nicht mit Lorbeeren oder mit Fraktalrelikten zwingend Qualwiderstand kaufen musst, sondern das auch gedroppt bekommst. Und da sie nicht sofort wollten, dass du 5er gedroppt bekommst, haben sie sich überlegt, dass du einer gedroppt bekommst und Schritt für Schritt hochcraftest. Dann ist auch wieder die Frage, ob die katalytischen Reagenz, was das für eine Drop-Chance hat. Das thermoklytische Reagenz kriegst du für 14 Silber beim Händler deines Berufes. Echt? Schon immer. Okay. Ja, die brauchst du für aufgeschiedene Waffen. Ja, dann doch nicht schon immer. Ja gut, aber alles, was Reagenz im Namen hat. Genau. Oh. Ja, nee, das ist halt, weil jetzt wo die Fraktale quasi re-released werden, hast du ja dann bestimmt auch eine Menge von neuen Spielern, die das noch gar nicht wirklich gemacht haben und wollen ja gleich rein. Und so Dommy hin? So. Was, ist Dommy? Dommy? Ja, Dommy ist weg, okay. Aber wir streamen noch, oder? Ja, Dommys Kamera ist nur weg, er ist nur noch im TS drin. Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich kacken gegangen oder so. Gut, ja, whatever. Wo war ich? Thema, halt, es ist halt, damit die Leute, sag ich mal, schneller an Qualwiderstand kommen können und gleich die höheren Fraktale machen können. So sehe ich ja, das. Ist auch, weil sonst müsstest du dir erst mühsam entweder über Lorbeeren oder über Fraktalrelikte die Infusion erspielen. So hast du halt, kannst du ein bisschen Glück dasselbe craften. Ich denke nicht, dass du da höher als 5 kommen wirst. Aber wäre doch trotzdem interessant, höher als 5. Nee, meiner Meinung nach nicht. Weil du hättest ja dann auch ein Langzeitziel irgendwo zum Craften, finde ich. Was weiß ich, mach 6 als Cap. Aber es wäre schon interessant. Naja, ob das interessant wäre, ist die Frage. Am Ende kriegst du 0 Damage durch die Qual und dann ist der Debuff nutzlos. Ja, das ist ja auch nicht Ziel dieser Qualmechanik. Ganz genau, du sollst ihn dir so weit runterstacken, dass du es überlebst. Das reicht. Hm. Einen ganz anderen Punkt, worüber ich sprechen möchte. Und zwar wird man neben diesen Nebelsperren-Instabilitäten, da bin ich übrigens sehr, sehr gespannt, was sie sich ausdenken, um die Stufen kompliziert zu machen. Wir hatten ja damals, dazu hatte ich mir ja gedacht, du schreibst am besten Spekulationsnews, aber das hat sich ja nicht so ganz ergeben, weil das keinen Sinn macht teilweise. Es gab damals so ein Data-Mining, wo etwas über einen verschärften Schwierigkeitsgrad zu den Dungeons gesagt wurde. Da hatten wir unter anderem Dinge wie alles nur mit Stufe 70ern machen anstatt 80ern, mit einer Person weniger, mit nur der Hälfte der Lebenspunkte und sowas. Stimmt, was sind da also, geworden? Ja, das ist das Problem. Ich hatte jetzt gedacht, hey, das würde doch super zu den Fraktalen passen, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin, nur zu viert machen. Nur zu viert machen ist meiner Meinung nach eine etwas komplizierte Mechanik. Oder nicht zu sterben, das ist auch so eine Sache, die kann gar nicht funktionieren. Du meldest dich als Fünfergruppe an und sollst dann nicht zu sterben. Was passiert, wenn du dann stirbst? Fliegst du dann aus den Fraktalen, darfst von vorne anfangen? Oder? Vielleicht gibt es eine Bonusbelohnung dafür, wenn du dann halt diese Sperre schaffst. Ja, wobei, das ist halt nicht die Idee dieser Nebel, dieses erhöhten Schwierigkeitsgrad, so, der soll es einfach nur schwerer machen. Deswegen übrigens auch der Wipe der Rangliste oder der Wipe der Stufe so ein bisschen der Rangliste geschuldet ist es, dass so eine Art kompetitiver Mode entstehen soll. Ja, diese Nebelsperren-Instabilitäten sollen so ein bisschen eine Blockade sein für Leute. Das heißt, du sollst jetzt nicht dahin gehen und wie bisher einfach durch die Fraktalstufen durchhüpfen, mal eine Stunde brauchen oder so, sondern du sollst irgendwann auch an eine Stelle kommen, ich denke mal so Bereich Stufe 40, 45, wo du wirklich an deine Grenzen gehen musst und durch diese Rangliste soll dann so ein gewisses kompetitives Gefühl entstehen. Ja, viele Leute kritisieren diese Rangliste und sagen, was soll der Bullshit, kein Mensch braucht das. Ich bin eine anderer Meinung, weil wir haben, was zum Beispiel WoW
immer sehr, sehr ausmacht und auch sehr, sehr gehypt hat, waren die World First Kills in irgendwelchen Dungeons. Da muss ich sagen, selbst als jemand, der nicht mehr aktiv WoW spielt, habe ich mir dann trotzdem immer mal auf Venian, also auf unserer Partnerseite, mit diese News verfolgt, weil es doch interessant war. War schon fast wie eine Art Sport. Genau, und sowas tut meiner Meinung nach gerade den PvE von Guild Wars 2 gut, sofern es denn wirklich ein bisschen eine Challenge ist, was man da bei diesen Sperren bekommt. Wenn man momentan halt so guckt, PvE, oder sag ich mal, die Extrem-PvE-Gilden haben jetzt nicht wirklich viel, mit dem sie sich, sag ich mal, schmücken können. Die können höchstens einen Dungeon alleine machen, aber das war's auch schon. Meistens geht ja damit einher noch irgendwie ein Exploit oder irgendeine Mechanik so ein bisschen abusen. Selten, dass das wirklich ein spielerischer Teil ist. Ja, gerade durch diese Rangliste sehe ich da schon ein bisschen frischen Wind in die kompetitive PvE-Szene. Ich erinnere mich da gerne an die Quartal, muss ich sagen. Das war ja so, dass das erste Mal so ein Feeling von welcher Server schlägt zuerst zu. Jetzt war vielleicht das erste Mal, welche Gilde erreicht als allererstes Level 40 oder Stufe 50 sogar in den Fraktalen. Jetzt müssen wir so ein bisschen mit euch brainstormen, wir haben ja die Zeit. Was wären denn für euch so Challenges, die man da reinhauen könnte in diese Nebelsperren-Instabilität? Übrigens ist der Chat, kann der Chat da gerne auch Ideen einwerfen. Also, vielleicht lesen wir die eine oder andere Sache vor. Was mir spontan einfallen würde, wäre, dass die Mechanik des Downstates rausfällt. Das heißt, sobald du stirbst, bist du komplett tot. Kannst nicht nochmal gerettet werden. Also, das wäre definitiv ein Mode, den man einführen könnte. Das würde, glaube ich, sogar einige Leute freuen, die den Downstate hassen. Die werden dann ihr Leben in den Fraktalen verbringen. Ja, ich würde zum Beispiel... Lass mich doch erstmal, bitte. Ja, sag mal los, mach. Ja, ich würde zum Beispiel vorschlagen, die Elite-Fähigkeit ist nicht einsetzbar. Wäre nicht so hart. Aber kann durchaus was ausmachen, ja. Ja, zumal vor allem bei einem Messmann mit der Zeitschleife. Speedruns sind dann nicht so möglich. Ja, okay. Ich weiß nicht, Domi, du hast dich damit zwar nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber vielleicht hast auch du die Idee, um PvE dazu zu nerven. Ich kann mich da überhaupt nicht einbringen. Ich habe mich jetzt erstmal auf den Chat konzentriert und schaue da, ob da irgendwas Vernünftiges kommt. Obwohl ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob ich da vernünftige Sachen einschätzen kann. Aber ich werfe einfach mal einen Blick drauf, weil ich sonst relativ nutzlos momentan bin. Ich habe zum Beispiel, also ich habe da so ein bisschen die Erinnerung an den hier das Kronjubiläum und das damit einhergehende die damit einhergehenden Debuffs, die man so drauf hatte. Permanente Zustände oder solche Dinge. Das ist zum Beispiel auch eine super Sache, die einen unglaublich nerven könnte. Überlegt euch mal, wenn ihr permanent Kühle drauf habt, dann habt ihr permanent diese erhöhte CD drauf und dieses langsame Schleichen. Den einen oder anderen Richtung. Cooldown wurde gerade vorgeschlagen. Das wäre auch durchaus eine Möglichkeit, ja. Was auch, obwohl das, glaube ich, die eine oder andere Klasse mehr benachteiligt als eine andere. Was mir auch einfallen würde, wäre quasi Nahkampf-only, dass alle Gegner reflektieren und du musst quasi mit Nahkampfwaffen reingehen. Wäre zwar ein bisschen crazy, aber es wäre zumindest lustig. Ich glaube persönlich auch, also ich habe persönlich das Gefühl, dass sie irgendwo wo auch reinbringen werden, dass du permanent Qual drauf hast. Irgendwie so, wenn irgendwie so im Bereich Stufe 40 bis 50. Na ja gut, wenn du schon voll, was ist momentan Cap? 30, oder? Wenn du 30 mal Resi hast, oder? Du kannst auf du kannst Ringe und Umhang, also Rückenteil, infodieren. Aber wir haben doch Ohrringe, also infodieren, stimmt. Da hast du schon 6x5, 30 und dann noch die drei einzelnen 15, 45, müsste das Cap sein. Vergesst nicht die Waffen. Ja, die Waffe gibt es inzwischen auch schon, da kannst du auch zwei drauf, wir sind schon bei 55. So. Also guck mal, wenn du da überall Qual-Resi reinsteckst, dann ist Qual eigentlich nichts mehr. Ja, wenn du die Waffe wechselst, gilt dann auch die von der Waffe, die du gerade nicht in der Hand hast, die Qual-Resi? Wie ist das beim Unterwasser-Fraktal dann mit Qual-Resi? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe es von dir auch so gesagt. Alex, ich muss sagen, okay. Ich habe immer noch keine aufgestiegene Waffe. Weißt du, was ich mal cool als einen Bosskampf finden würde? Was der, denn? Das war Super Adventure Box Zone 2 Welt 2, da der Endboss-Fight mit dem auf dem Eis rutschen. Sowas gibt's noch nicht im normalen PvE, oder? Nein, das gibt's noch nicht im normalen PvE. Das wäre durchaus auch eine Möglichkeit, einfach ja. Komplett, wo du dich schön
auch ein Bossfight, wo man möglichst viel ausweichen muss und dann aber die ganze Zeit durch die Gegend schlittern. Movement. Das ist gar keine schlechte Idee. Oh, mir fällt gerade was ein. Panitas ist gerade in einer lustigen Position gefrozen. Don't move, Nitas. Okay, ja, alles klar. Nee, es ist auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten dabei. Wir haben ja insgesamt 20, ne? Müsste das ja 31 bis 50, also 20 verschiedene Dinge, die uns entgegen geschleudert werden. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Sind die zufällig oder sind die fix für die Stufen? Die sind fix für die Stufen, haben wir doch gerade geklärt. Also, okay, ich habe nicht zugehört, sorry. Wechseln mit jeder Stufe. Und ich denke zumindest, dass die dann fix sein werden, wenn sie mit jeder Stufe wechseln. Ja, ansonsten haben wir noch so ein paar kleine Änderungen an den Fraktalen allgemein. Es wird mehr Belohnung geben, wenn wir in die Fraktale gehen. Das heißt, wir werden jetzt nach Abschluss eines Bossfraktals in dieser tätigen Truhe auch aufgestiegene Fragmente und Gold bekommen, neben dem Fraktalrelikt und dem makellosen Fraktalrelikt. Die Chance, neue seltene Belohnungen zu erhalten, wird auch verschoben. Früher war das so, man musste Stufe 26 sein für Fraktalwaffenskins. Die kommen ab jetzt schon ab Stufe 10. Aufgestiegene Waffen können ab Stufe 10 droppen und infundierte aufgestiegene Ringe weiterhin ab Stufe 20. Ich meine, das war früher auch schon so, normale aufgestiegene Ringe ab Stufe 10. Ab Stufe 40 gibt es zudem diese geringe Chance, dass man so einen unendlichen Fraktaltrank erhält, den wir vorhin schon mal in den extra Belohnungen angesprochen haben. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant finde ich das Rework bei den Fraktalen. Es wird ja wirklich so ein kleines kompetitives Race entstehen, hoffe ich persönlich. Und wenn das spannend wird und wenn es darüber was zu berichten gibt, dann werdet ihr das auf Geek News finden. So oder so, glaube ich. Wir werden da so ein bisschen ein Auge drauf haben. Und Fraktale werden wir natürlich auch anspielen. Direkt an dem Abend, glaube ich, noch werden gucken, dass wir dazu relativ schnell Guides veröffentlichen. Und euch quasi die komplette Coverage zu den neuen Inhalten geben. Aber das wisst ihr ja eh, wenn ihr hier nicht das erste Mal gerade zuhört. Es ist laut, Nitas. Jetzt können wir vielleicht noch mal ein bisschen über den Fraktal-Trailer sprechen, den Domi so mega episch findet. Yay. Ich übrigens auch, der ist richtig gut geworden. Ja. Vanitas, oder beziehungsweise nicht Vanitas, eigentlich hat Matthew Oswald darüber einen kleinen Forum-Post verfasst. Und Vanitas durfte das gestern noch zur News zusammenbringen. Und würde jetzt ein bisschen was dazu erzählen, während ich mir schnell ein Wasser hole. Ja, also wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, war dieser Trailer ein bisschen anders als die bisherigen Cinematics, die wir gesehen haben bei Guild Wars. Das liegt daran, dass bei dem eine neue Technik verwendet worden ist. Das Lustige ist, eigentlich sollte dieser Trailer schon damals, also vor einem Jahr, als die Fraktale ins Spiel gekommen sind, gezeigt werden. Bloß, die haben es nicht geschafft, aus Zeitgründen den Trailer richtig fertigzustellen. Haben den quasi so lange im Archiv aufbewahrt, bis dann mal ein neues, größeres Update von den Fraktalen kam. Ja, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich ja einige mit Filmtechnik auskennen, aber bei der neuen Methode war das so, die haben diesmal nicht, also sonst waren immer die Cinematics in-game gerendert. Was heißt in-game? Die wurden dann quasi in-game live von eurem Computer errechnet. Und diesmal war es so, das ist ein richtiges Video, dabei werden vorgerenderte 3D-Charaktermodelle, die die aus ihrem eigenen Model Viewer haben, mit Schnittprogrammen wie zum Beispiel After Effects oder Maya, so arrangiert, dass es halt stimmig zu den Szenen und den Hintergründen passt und dann wird halt daraus ein komplettes Video geschnitten. Vorteile davon sind zum Beispiel, dass es erstmal viel schneller geht, als das Ganze aufwendig in-game zu programmieren. Und es sieht natürlich noch schöner aus, wenn man mit Effekten alles noch ein bisschen besser aussehen lassen kann. Ja, und diese Videotechnik soll jetzt... Da geht meine Lehne ab, das war gerade wir. Mein Stuhl fällt auseinander. Und du bist wieder Standbild, Nitas. Egal, wo war ich stehen geblieben? Und auf jeden Fall, diese Technik soll jetzt bei allen Cinematics, die jetzt später kommen, angewandt werden. Was ich ziemlich geil finde, weil das sieht, wenn man sich mal anguckt, dieser Trailer sieht einfach fucking geil aus. Nachdem ich mir den Trailer angeschaut habe, sofort Fraktalgruppe gesucht, über das LFG und erstmal wieder reingegangen. Solche Trailer braucht Guild Wars 2. Wenn man sich mal die letzten anguckt, hier werden jetzt zu beiden, werden zu Turm der Albträume und im Inneren der Albträume hatten wir beide mal den Trailer gehabt. Und die waren jetzt nicht so. Ich meine, der erste Turm der Albträume ging noch, hat noch ein bisschen so die Story erzählt, aber wir haben schon beim letzten Podcast darüber geredet, ich fand den Trailer zum im Inneren der Albträume jetzt nicht so berauschend. Das war einfach befremdlich mit der Rockmusik, das hat einfach nicht zusammengepasst. Ja gut, das ging ja noch mal ein bisschen, hat ja ein bisschen andere Gründe,
Ja. Mit dieser Idee dieses Musikcontests. Da Aber jetzt irgendwie eine verweichlichte Musik zu nehmen, die die Liebe und natürlich. Harmonie verstreut, das passt eben nicht zu einer Competition. Ja, natürlich, aber wenn es mal jetzt den Trailer an sich anguckt, war es schon ein bisschen. Ja, Einfach, ich so verstehe, was müssen du die meinst. Ich Trailer verstehe, sein. was du Sie machen Bock meinst. auf mehr, sie zeigen diesen schönen Artstyle von Guild Wars 2 und man hat einfach Bock zu spielen. Ja, da Ja, gebe ich also dir absolut recht. der Artstyle, ich hätte schwören können, dass es sowas in der Art mal in irgendeinem Disney-Movie gab. Irgendwie hat mich das direkt daran erinnert. Und die Art, wie man so. Ich weiß, es ist an sich kein guter Vergleich, aber der Trailer selbst, so die fliegende Kamera in den vielen Optionen, gerade am Anfang, wenn man da auf dieses diesen Fraktaleingang, diesen Hub, wo man am Anfang da steht, aus irgendeinem Grund ging das bei mir direkt zurück zu dem, kennt noch irgendjemand den Anfangs-Cinematic von Terra? Von Terra was? Online? Nee. Ich habe das nie Oh. gespielt. Sag mal nix. Naja, egal, daran hat mich das irgendwie erinnert. Aber der Stil, könnte ich schwören, dass das in irgendeinem Disney-Movie mal so aussah. Sieht doch auf jeden Fall total genial aus. So ein bisschen spielen mit 2 und 3D und dann so noch coolen Lichteffekten. Das bockt. Ja, müsste es auf jeden Fall so beibehalten. Da war sich, glaube ich, da war sich auch die Reddit-Community relativ einig. Oh, das ist ja mal was Neues. Ja, das heißt was, oder? Wenn das auch bei Reddit, da wurde es gerade auch nochmal gesagt, Reddit Games allgemein, war der Trailer sogar auf der Frontpage. Nice, das heißt doch was. Schau So, mal, noch wie viele irgendwer? Downvotes es bekommen hat. Irgendwer noch irgendwas zum Fraktal-Trailer an dieser Stelle? Das Dann haben wir. Anfangsbild im Video sieht aus wie König der Löwen. Aber. Ja, das muss ich lustigerweise auch sagen, aber das hat sich zum Glück schnell gelegt irgendwie an dieser Stelle. Das haben aber viele geschrieben, auch auf Reddit und so. Haben Ja. sehr viel geschrieben. Ja, sah auch so ein bisschen so aus. Ich glaube, das kann man Ja, nur einfach. sehr, sehr Die schlecht Gwarle sehen halt aus beschreiben. wie So Pink, Affen. Ein bisschen. ja, habe die, habe da. Gibt es Gut, irgendjemanden dann würde auf ich der Welt, der sagen. den Text kennt? Naja, egal. Also, ich glaube, jeder Mensch auf der Welt kennt diese Stelle, aber niemand kennt den Text. Das ist, glaube ich, auch die Idee Ja, dahinter vielleicht gewesen. die Leute, die das im Musical singen, Oh, das die ist. Oh, einzigen, die das ja. können. Das ist richtig. Okay, wir wollen uns jetzt Aber nicht lange egal, mehr weiter, mit König der Themenwechsel. Löwen aufhalten. Genau. Wir kommen lieber zu dem Thema, das Vanitas auch noch gehört, beziehungsweise zumindest ein Teil davon. Und zwar gemeinsame Entwicklung. Vor einer Weile, ja, ich glaube schon einen Monat her, kam dieser Aufruf oder dieser erste Durchgang der gemeinsamen Entwicklung zum Projekt von ArenaNet, wo sie uns Möglichkeit geben zu bestimmten Themen, die wir uns sogar vorher aussuchen durften. Wobei wir, heißt jetzt die deutsche Community, mit ihrem Vote zusammen mit der spanischen und der französischen, wäre nicht ganz die optimale Kombination, aber auf jeden Fall können wir mit denen zusammen Themen, über die wir dann unsere Meinung abgeben sollen. Was gefällt uns nicht, was sind unsere Wünsche und Träume für die Zukunft in diesen Bereichen. Und ArenaNet nimmt sich dann diese Ergebnisse. Die werden dann vom deutschen Community-Team übersetzt ins Englische, von den englischen Entwicklern beantwortet oder von den amerikanischen oder englisch sprechenden Entwicklern, nennen wir es einfach mal so, beantwortet und das Ganze wird dann wieder zurück übersetzt. Das nahm ein bisschen Zeit in Anspruch, ich glaube jetzt über 1,5 Wochen, aber wir haben heute unsere Antworten präsentiert bekommen. Sowohl fürs PvE als auch fürs PvP als auch fürs WVW. Und ich würde sagen, Vanitas, du darfst mal so ein bisschen die Antworten aus dem PvE-Bereich zusammenfassen. Wer Ja, die es ist News ja, dazu noch es. nicht gelesen hat, übrigens, die kamen erst heute raus. Also keine große Überraschung. Ja, es ist jetzt nicht generell PvE, es ist eher über die lebendige Geschichte, das Feedback dazu. Und es wurden dann eher Fragen bezüglich der Story gestellt, nicht wirklich der Mechaniken. Es wird halt viel gefragt, zum Beispiel gleich die erste Frage, wie es mit Scarlets Geschichte weitergeht. Wird halt geantwortet, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Wir sollen dann noch hinter ihre Motive steigen. Es gibt einen Grund, warum sie so lala im Kopf ist und warum sie das ganze Chaos verbreitet halt. Es war ziemlich, also ich habe es gelesen und habe mir danach so gedacht, so, okay, was war jetzt Wichtiges dabei? Eigentlich nichts. Weil die Hälfte der Antworten, es gibt Fragen von der Community, wann kommt das und das? Wann erfahren wir, wie es mit dem Charakter weitergeht? Dann kam immer so, ja. Wir planen das, wir arbeiten dran, wir können jetzt nichts darüber sagen. Das war meiner Meinung nach ziemlich inhaltslos. Bruder, wenn wir mal ehrlich sind, das Thema lebendige Geschichte allgemein
bietet halt relativ wenig Gesprächsstoff für andere Themen als was, wo führt uns der ganze Kram hin. Dass das ArenaNet in dieer gemeinsamen Entwicklung jetzt nicht sagen würde, ja, Scarlett hat es gemacht, weil, wenn man damit einfach den ganzen Plot spoilern aber würde, wenn man war so schon, ein bisschen das Thema fail gewählt, schon meiner Meinung nach. Ja, natürlich, aber wenn man schon den Dialog mit der Community sucht, dann sollte man auch speziell in Gebieten nachfragen, in der es auch sinnvoll ist, dass die Community fragt. Und jetzt die lebendige Geschichte ist nicht das Thema, wo es jetzt. Ja, das hat sich aber die Community ausgesucht, das ist der Punkt. Aber das Ding gibt ja auch Hoffnung für bessere Zeiten. Also viele sind ja unglücklich mit Scarlett und natürlich, es wird ein episches Ende von Scarlett angekündigt. Das bedeutet, wir haben irgendwann Scarlett nicht mehr da. Ja, natürlich. Ja, gut, das ist ein Kapitel, ein großes Kapitel geht zu und weiß Gott, was danach kommt. Und gerade auf das danach bin ich gespannt. Obwohl eigentlich auch auf Scarlett, weil endlich wissen wir, warum sie so mad ist. Und warum haben wir ja schon... Warum? Also wir haben ja schon verstanden, warum sie mad ist, aber die Frage ist, warum macht sie den ganzen crazy shit? Darauf warten wir. Warum krempelt sie ganz Tyria um? Also wir haben, was man jetzt echt mal lobenswert sagen muss, wir haben viel Lore zu jedem der vielen Rassen, die es gibt, ja, also Kreid und so weiter. man hat sich nie, man ist nie hergegangen und hat diese Lore mal in den Mittelpunkt gesetzt. Und das hat man zum ersten Mal richtig getan, finde ich. Das finde ich schön. Stimmt. Vor allem bei den Kreid. Weil da wusste man nicht wirklich viel, da war viel recht vage. Wobei jetzt eigentlich auch nicht besonders viel erklärt worden ist. Aber sie wurden mal zum ersten Mal ein richtiger Mittelpunkt. Das fand ich das schön. Stimmt, und ich glaube es und ich hoffe es auch, dass es sowas noch mehr in der lebendigen Geschichte gibt. Solche also was auf jeden Fall gesagt worden ist, dass sie wollen später dann weniger parallele Handlungen haben. Momentan ist ja so, wir haben diesen großen Scarlett-Storybogen. Dann haben wir noch viele Parallelen. Wir haben noch das mit den Zephyriten, was noch nicht ganz geklärt worden ist. Oder die ganze Geschichte mit Kanach. Ja, die ganze Geschichte mit Kanach ist noch in der Schwebe, da soll es ja auch noch weitergehen. Und was sie machen möchten, ist dann, dass sie quasi kürzere Storybögen haben, wo ich dann speziell auf einen Charakter fokussiert wird. Aber was ist mir vorher noch aufgefallen ist, wir haben momentan ein paar tote Charaktere. Wir haben Maitrin, jetzt als Boss in die Fraktale kommt und gleichzeitig in Löwenstein im Käfig hockt und so versauert sind frei von Zeit und Raum, aber ich befürchte, dass Maitrin dadurch ein ewig toter Charakter bleiben wird, die für immer in Löwenstein in diesem ewigen... Warum? Was hat jetzt der Eingriff der Fraktale mit Maitrin zu tun? Ich befürchte es. Nee, genau das haben sie ja gesagt. Sie wollen die Geschichten, die rund um Scarlett sind, zu einem Ende bringen. Ja, aber ich glaube eben, dass eben Maitrin eben nicht Teil dieser Geschichte dann sein wird. Ich denke mal schon, dass die da... Sollte sie als einziger Charakter von allen daraus ausgenommen sein. Das ergibt keinen Sinn an dieser Stelle. Ja, ich kann es mir nicht so gut vorstellen, wie wir zurück ins Spiel zu... Ja, zum Beispiel Scarlett dreht mal komplett durch, greift Löwenstein an und befreit dabei mal so eben Maitrin. Aber wir wissen doch, dass sie nicht verrückt ist. Sind nur die Alte Motive, ist verrückt. Die verrückt aussehen lässt. Ich wollte gerade sagen, die Alte ist verrückt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Weißt du, serious? Auf jeden Fall. Ich wollte gerade über irgendwas reden, aber ich habe es wieder vergessen. Jetzt weiß ich wieder. Auf jeden Fall wurde auch gesagt, dass... Ich hab's vergessen. Red du erstmal. Okay. Mir fällt's gleich wieder ein. Alles klar. Also die Stränge der unterschiedlichen Geschichten werden zu einem Ende geführt. Und das war so ein Ziel auf jeden Fall, was in nächster Zeit durch die lebendige Geschichte erreicht wird. Und wir werden schlussendlich auf das Ende mit Scarlett vorbereitet. Also es wird da einen Abschluss geben. Und die Drachen, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wurden nicht vergessen. Und man wird sich irgendwann auch da wieder zu widmen. Bobby Stein hat dazu gesagt, wir haben da einen Plan. Ich weiß natürlich, welchen Plan sie haben, aber... Ja. Okay, also dabei ist so seine Zigarre. Dann nimmt er, wenn die Drachen dann draußen sind, dann nimmt er seine Zigarre aus dem Maul und sagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Just as planned. Ja. Dann haben sie noch gesagt, dass sie natürlich versuchen wollen, mehr permanenten Inhalt ins Spiel zu bringen. Was ich natürlich sehr begrüße, weil
mag diese, auch wenn es Leute gibt, die das mögen, aber ich mag diese temporäre Inhaltssache noch nicht wirklich. Ja, das ist eigentlich so, was bei mir hängen geblieben ist. Okay. Also das war so ein bisschen das Feedback oder die Antworten, die die Entwickler zum Thema lebendige Geschichte oder auf die Fragen von uns zur lebendigen Geschichte gegeben haben. Im WVW-Duzi war so ein bisschen das Thema Weltbevölkerung. Meiner Meinung nach übrigens das zweite Thema, über das sich überhaupt nicht diskutieren lässt, weil es da halt nicht, meiner Meinung nach, nicht viele Möglichkeiten und auch Lösungsvorschläge der Community gab. Ich habe es mir jetzt aber noch nicht durchgelesen, Duzi, deswegen dein Part. Es geht nämlich nicht nur um die WVW-Bevölkerung. Man kann das eigentlich, eigentlich ist der Titel ziemlich falsch gewählt. Es geht nämlich ums WVW, ums, so ums Ganze. Und zwar zum einen ging es um Belohnungen beim Spähen, beim Eskortieren von Doljaks, worauf übrigens bei beiden Sachen Darren Carver ein paar Ideen hätte, wie man da richtige Belohnungen einfügen kann, ohne um das auszunutzen. Es ging auch um die Warteschlange, wo man mehr oder weniger zugibt, dass das alles nicht so ganz passt, wie es momentan sein sollte. Es wurde auch gefragt, gut, das passt schon eher zur Bevölkerung, ob man das WVW, EU und Amerika zusammenlegen könnte, was er natürlich verneint hat aus technischen Gründen. Hätte mich auch gewundert, wenn er was anderes gesagt hätte, ehrlich Ja, gesagt. Das würde das noch kann ganz nicht andere Ping-Probleme. Ich wollte gerade Also, sagen. ich habe Das Freunde, die WVW ist ja spielen. sowieso auf so ein Also, ich bisschen. habe Freunde, die spielen WVW auf amerikanischen Server und die haben bis jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Also, die haben einen Account auf dem europäischen und einen auf dem amerikanischen Dann und haben noch sie nicht mehr sehr, sehr gesehen. komische, dann haben sie I eh call schon sehr, sehr bullshit. komische Internetleitungen, ja. I call Also bullshit, weil. Haben die mir erzählt. Ja, wir haben ja, also Sporty und ich haben ja das Privileg, dass wir frei zwischen Amerika und EU-Server rumtransferieren können, damit wir auch amerikanische Turniere casten können. Deshalb haben wir da ein bisschen Erfahrung. Allein beim Apples and Axes Tournament waren wir ja wieder auf den Ami-Servern und da haben wir allein beim Spectaten im PvP schon gemerkt, dass das teilweise alles so ein bisschen hinterherhinkt. Es geht, man kann gute Momente erwischen, aber. Selbst wenn die individuelle Spielerfahrung einigermaßen problemlos klappen kann, komplett das zusammenlegen, dass die Signale von, und von wo machst du das dann? Von, legst du das Zentrum nach Amerika, legst du das nach Europa oder musst du mal einen Austausch vonstatten finden? Das hat einfach so viele Problemstellen, an denen das Ganze zusammenbrechen kann. Zumal du eh permanent, wenn du von hier aus auf den amerikanischen Server zugreifst, einen erhöhten Ping hast. Das heißt, das befindet sich grundsätzlich im Bereich von mindestens 100 ms, was sich einfach gerade im kompetitiven Bereich immer spüren lassen wird. GVGs könntest du in den Dingen einfach knicken, weil du diesen auf Dauer nicht klarkommen wirst. Du warst Und gerade das tatsächlich ist auch kurzzeitig, der man hat dich Grund. kurzzeitig nicht gehört. Okay. Vielleicht. Hat. Ja, bitte lass jetzt den TS nicht wieder zusammenbrechen. Das wäre das Ich Schlimmste, was habe passieren es wurde könnte. gerade gefragt, Ich habe einen Ersatz machen schon wir heute irgendwann eine vorbereitet. Pause? Das ist eine gute Frage. Wollt ihr eine Pause zwischendurch? Weiß ich nicht, also Ich ich hätte gehe ja gerne eine neue selbstständig schon Tasse einfach Tee. zwischendurch weg. Ja, das ist das Problem. Also ich persönlich brauche keine, sonst geh einfach, du verpasst nichts Großes, denke ich mal, wenn du 2 Minuten weg bist. Oder vielleicht wirklich alles. Deine Entscheidung. You Ja, decide. okay. Machen wir weiter erstmal, Dozi. Ich glaube, wir machen keine Pause. Wir ziehen das jetzt durch. Okay. Dann ging es hauptsächlich noch um Vorschläge, die vorgebracht worden sind, wie eben das gerade genannte Zusammenlegen von EU und NA, wo er hauptsächlich dann darauf geantwortet hat. Also es wurde zum Beispiel noch vorgeschlagen, dass zweit- und drittplatzierte Teams automatisch verbündet sind, also sie können sich nicht gegenseitig angreifen, dass sie gezwungen sind, den Erstplatzierten anzugreifen. Da hat zum Beispiel Darren Carver geschrieben, dass er die Antwort, diesen Vorschlag gar nicht mal so schlecht findet. Man hatte das nämlich auch eigentlich geplant, dass das automatisiert so ablaufen wird. Dass das nicht so ist, sieht man ja momentan. Also oft ist ja zum Beispiel jetzt im WVW die Strategie, dass der Erstplatzierte auf den Zweitplatzierten draufknallt, damit der Zweitplatzierte nämlich nicht den Erstplatzierten einholt. Und der Drittplatzierte schlägt zusätzlich noch auf den Zweiten, um den einholen zu können. Man arbeitet, und das verspricht Darren Carver nach wie vor,
aber momentan an Lösungen, um so ein Comeback wieder feiern zu können. Das hat er schon mal gesagt in Verbindung des Loot Gear Buffs, wo er gesagt hat, dass mehr ihr Plan ist, dass man über den dann so eine Art Comeback im WoW dann haben kann, als drittplatzierter oder zweitplatzierter Server. Ich weiß nicht genau, wie er das dann für die Zukunft geplant hat, aber okay, das werden wir, denke ich, hoffentlich auch noch sehen. Das ist Ja, ja auf ne. jeden Fall eine Funktion, die ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, dass unterlegene Server irgendwie wieder hochkommen können, ohne dass man das abusen kann. Ja, aber dann sehe ich halt auch schon kommen, dass halt dann die erstplatzierten Server gerade dann diese Punkte halt besonders beobachten, Du damit hast das natürlich auch eben nicht möglich immer ist. die Option nach dem Motto, okay, wir wollen jetzt unbedingt gewinnen, wir lieben jetzt einfach mal. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich persönlich sehr, 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 sehr kritisch sehe. Es dürfen nur immer gleich viele Leute von den Servern auf, also es dürfen nur gleich viele Leute von jedem Server sich im WVW befinden. Das war, glaube ich, auch immer so ein Vorschlag der Community. Das ist meiner Meinung nach die Sache, die man am allermeisten abusen kann, ever. Ja, wenn sich die Serverpopulation dem anpasst, was der niedrigste Server gerade an Spieler, dann ist auch das, was Server machen, die gerade alles erobert haben, ist danach einfach instant mit allem bis auf 10 Spielern die WoW-Map zu verlassen, damit die anderen Server ebenfalls auf 10 Spieler runterzwingen. Das Und weil die Punkt, eh schon ja. alles gecapped haben, lassen sich das einfach nicht mehr Es abnehmen. wäre auch ziemlich unfair gegenüber den Spielern, die halt schon auf der Map sind und jetzt von der Map gekickt werden, weil das andere Team weniger Spieler Ja, sind. richtig. Das ist halt so das größte Problem, was ich sehe. Du hast halt nicht viel Spielraum. Du kannst die Serverkapazität nicht vergrößern, mal abgesehen davon, dass viele Server einfach also jetzt schon mit Skill-Lag und Co. so viele Probleme haben, würden halt auch Server, die mehr Leute aufbringen können, auch mehr Leute ins WoW schicken. Du kannst die Grenze aber auch nicht nach unten setzen, um schwächere Server dafür zu belohnen und größere Server auf wenige Spieler zu zwingen. Was will man groß da tun in diesem Fall? Das ist so. Punkte, die ich immer wieder sehe. Jeder beschwert sich drüber, aber keiner kann dafür eine ordentliche Lösung bieten. Ja, Das ist jedenfalls, ja das oft war das nur ein Problem. Ausschnitt, das war nur ein kleiner Ausschnitt von den WVW-Fra von den Fragen an Devin Carver. Es sind noch mehr sehr interessante Sachen. Also ich war sehr angetan, dass Devin Carver da wirklich ziemlich ausführlich zum Teil geantwortet hat und vor allem nicht so eine Sache genannt hat, wie das ist noch in Planung, so wie bei Levending Geschichte, bei Vanitas, wie er es gab. Ja, das stimmt. Da muss ich auch sagen, Jonathan Sharp hat mir im PvP zumindest ein paar Hoffnungen gemacht. Auch wenn er da häufig, häufig sagt, ist noch in Planung, wir überlegen, möchte Jonathan Sharp auch gleichzeitig, hat gleichzeitig an uns viele, viele Rückfragen gestellt. Das offensichtlichste Thema, also das Thema generell beim PvP, war neue Spielmodi. Und klar, das Offensichtlichste, was die Leute wollen, war neue Spielmodi wie Deathmatch, Team Deathmatch. Capture the Flag, GVG, Ghost Catcher, wie es in GW1 war, Karten mit Angriffs-/Verteidigungsrunden, Zufallsarenen, 2 gegen 2, 3 gegen 3, alles, was einem da so spontan einfällt. Und Jonathan Sharp hat sich dazu so ein bisschen geäußert und gesagt, dass sie auf jeden Fall neue Spielmodi planen. Klar, das war ja zu erwarten. Und dass sie sie allerdings, wenn sie sie bringen wollen, auf eigenen Karten bringen. Es gab mal diese Idee von der Community zum Beispiel, in der selbst erstellenden Arena einfach zu sagen, hey, wir schalten die Capture Points aus und dann wird daraus ein Team Deathmatch oder wir schalten die Capture Points aus und machen dann eine Art Oldschool GVG auf Vorfire und so weiter. Und da hat er direkt gesagt, wir wollen das wenn so machen, dass es auch spezielle Karten für diese Modi gibt, damit man direkt sieht, auf dieser Karte befindet man sich, diesen Modi spielt man auch. Und da gar nicht erst irgendwie in große Konflikte Ich zu kommen. kann sehen, dass es Sinn macht. Also das ist natürlich ein guter Punkt, aber auch gerade bei Capture the Flag, da willst du, glaube ich, wirklich ein Map-Layout, was dann auch für diesen Spieltyp gemacht ist. Ja, Ähnlich. so ein Capture-Mode macht Also da, ich kenne ja, das auch die von anderen Karten machen da Spielen, wo teilweise man das keinen Sinn. versucht. Ich kenne das aus anderen Spielen, wo man versucht hat, die bisherigen Deathmatch-Karten dann einfach zu Capture-the-Flag-Karten dann umzubauen, überspiegeln und so weiter. Das war dann spielerisch nicht so ganz rund.
Und deswegen ist da wirklich schon eine eigene Map für sich schon recht wichtig. Also ich könnte mir zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, bei Battle of Kaido oder sowas, da irgendwie einen Capture the Flag Mode irgendwie noch reinzuklatschen. Kann einfach nicht Ach. funktionieren. Oh, doch, Kylo wird, glaube ich, gerade noch funktionieren. Aber kommt auch darauf an, was für eine Art von Capture the Flag du da aufbauen willst. Ja klar, ja gut, das kommt halt auch noch dazu, wie das Konzept dann konkret aussieht. Genau, das ist halt auch so ein Punkt. Und weil halt auch da, also ich sage jetzt nicht, dass ArenaNet hier planlos wirkt oder sowas, aber sie hat, oder Jonathan Sharp hat hier im Speziellen sehr, sehr viele Rückfragen an die Community gestellt, was halt so neue Modi angeht. Er hat dabei natürlich gesagt, dass dass ArenaNet natürlich auch diese Ideen im Hinterkopf hat, aber auch, dass die Community diese im Hinterkopf haben sollte. Da haben wir zum Beispiel Fragen wie, funktioniert die Karte für Gelegenheitsspieler genauso gut wie im kompetitiven Spiel? Gut, das schließt sich bei manchen Modi natürlich aus, bei anderen wiederum auch nicht. Und dann natürlich auch eine Frage, ob man sofort mit der Karte klarkommt. Also ob es sich sowohl für Hot Join als auch für den kompetitiven Mode lohnt. Oder ob man da eventuell zu einer Trennung kommen muss. Dass man wirklich sagt, okay, diesen einen Modus kann man absolut nur im Hot Join spielen. Das macht keinen Sinn. Es gibt zum Beispiel bestimmte Karten wie hier Angriff auf die Steinbock, die kann man nicht kompetitiv spielen. Das ist so ein Kann großer Punkt man in so ArenaNet. gerade eben aus Jux und Dollerei spielen? Ja, selbst das ist schon teilweise broken. Dann ist natürlich auch immer die Frage, gibt es irgendwie die Möglichkeiten, das zu abusen? Griefing ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist da die Möglichkeit, verschiedene Spielertypen zu belohnen? Das heißt nicht nur die, die offensiv spielen, sondern auch defensive oder mobile Klassen in irgendeiner Art und Weise Ja, und wo zu man da unterstützen. dann aber auch sagen kann, dass jede Klasse ja, wenn man ein bisschen an den Schräubchen dreht, in nahezu jede Position reingezwängt werden kann. Ja, aber sie wollen ja eben nicht, dass du reingezwängt wirst in eine Rolle. Ja, das ist immer der Punkt. Du sollst ja Also wenn es eben keine Rollen gibt in einem Spieltypen. eine Auswahl haben, wie du deinen Charakter spielst. Soll Ja, es ja ich. nicht heißen, alle Diebe müssen jetzt die Flagge nehmen und damit rennen. Und alle Negros müssen jetzt an unserer Flaggenbase stehen, Brunnen hinknallen wie verrückt, damit jeder, der da hingeht, sofort umfällt oder Naja, was weiß ich jetzt. das hast du doch gerade bei so einem Capture the Flag haben wir so ein bisschen Beispiel auch bei Spirit Watch gehabt, wie das funktionieren kann. Da siehst du zum Großteil bei den meisten Strategien zwar trotzdem den Banker, der sich dann das Orb schnappt und dann einfach von allen supported wird. Es gibt aber auch die ein oder anderen, die dann so sneaky von hinten reingehen und sich das mal eben wegsnatchen und dann probieren. Zum Beispiel als Thief kannst du einfach auf deinen Longbow gehen und dann wirklich die letzten paar Meter durchdodgen, ohne wirklich in Gefahr zu laufen. Und vielleicht auch ein bisschen sneaky sich das erstmal holen, indem man da unsichtbar sich hinorientiert. Also es gibt dann natürlich immer unterschiedliche Strategien, die auch also bei Capture the Flag stehen da, glaube ich, viele Optionen offen. Ist dann bei anderen Spielmodi natürlich, wo dann eins halt unglaublich stark ist. Das ist halt auch das Problem. Was meinen Sie denn mit Team-Arenen? Genau. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt schon haben. Der 5 gegen 5 Arena. Ja, es gibt teilweise ja auch. Ach so, okay. Ja, Und das ist das. 2 gegen 2, würde das dann auch irgendein Spielmodi mit beinhalten oder letztendlich Deathmatch 2 gegen 2? Also ähnlich wie in WoW früher. Ja, das war nur so eine Zusammenfassung von denen, die Leute gewünscht haben. Ich glaube, auf das 2 gegen 2 geht er hier später nochmal genauer ein. Oder war das noch irgendwo? Ich persönlich Ja, muss hier, sagen. Teamgröße. Jonathan Sharp hat sich zum Thema Teamgröße geäußert. Also schon mal komplett das Problem in diesem 8 gegen 8 und 15 gegen 15, was sich viele Leute wünschen, ist halt das Problem, dass es zwar eine super schöne Idee ist und dabei bestimmt auch super schöne Kämpfe rauskommen, aber sie oft sehr, sehr schwer einzurichten sind. Also zum einen fehlen Ja, vielen Leuten die die Leute Organisation. und dieser Modus würde einfach, oder man kommt häufig an den Rand bis zum Aussterben. Nachts um 1, 2 Uhr zum Beispiel haben wir letztens noch Team Arena gespielt mit den Definite Not Guild News Leuten. Ich glaube nicht, dass die Chance, dass du nachts um 1 Uhr noch jemanden für 15 gegen 15 findest, wenn du auch 5 gegen 5 spielen kannst, sehr, sehr gering ist. Ja, nee, zu dem Dann 2 hat er gegen. aber sich auch zu 2 gegen 2 und 3 gegen 3 hat er sich auch Okay. geäußert. Die Idee gefällt ArenaNet persönlich sehr, sehr gut oder Jonathan Sharp. Ich weiß nicht, okay, er sagt wir. Also wohl ArenaNet selber auch. Nur die Frage ist halt,
auf welchen Ebenen man das spielt und vor allem auf welchen Ebenen das Ganze noch Spaß macht. Ob auf, wirklich fokussiert auf den Kampf, fokussiert auf das Cappen oder fokussiert auf das große Ganze, beziehungsweise die Gesamtkarte. Inwieweit man da noch strategisch im 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 überhaupt spielen kann. Da ist das Ding. Also wir haben ja mit unserem Guild News Cup gezeigt, dass 3 gegen 3 durchaus auf dem Capture Point Modus funktionieren kann. Eine Sache, die ich aber sagen würde, ist, dass an sich halt das alles, das ganze Spiel ist momentan auf das Capture-Point-Modell, auf das 5 gegen 5 im PvP konzipiert. Was dann natürlich das Problem gibt. Ich weiß noch, anfangs habe ich mir unglaublich gewünscht, 2v2 und möglicherweise 3v3 so zu haben, wie es früher in WoW war, weil das einfach so was Simples war. Da konnte man sich einfach ein bisschen boxen. Man kann auch einfach einen anderen einen Mitspieler, kann man um einiges einfacher finden und sich mit dem koordinieren, als jetzt wirklich ein kompletter Fünfer-Trupp zusammen zu basteln. Inzwischen muss ich aber sagen, dass ich eher ein Vertreter davon wäre, dass das völlig ignoriert wird, weil ich einfach nicht denke, dass ein 2v2-Deathmatch einfach in das Konzept des GW2 Combats passt. Downstate ist, finde ich, dafür eine schreckliche Sache für sowas. Downstate macht da die ganze Idee hinter kaputt. Klassen sind, da kann man dann theoretisch einfach ein Zwei-Banker-Match machen und niemand kriegt sich down, hat nicht die Chance, sich down zu kriegen. Du kannst, wenn du ein 2v2 mit 4 Bankern machst, mit 4 defensiven Bunker-Guardians, dann hat niemand davon eine Chance. Spirit Ranger mit Restgeist. Da hat niemand auch nur die leichteste Chance, sich gegenseitig mit was auch immer für eine Combo down zu bekommen. Und es ist auch teilweise schwierig mit 2 Leuten und solche Leute, so komplett defensive Sachen, die auch so viel aushalten, die sind dafür konzipiert, dass die halt eine spielerüberlegene Situation auch aushalten können, was ein 2v2 komplett kaputt machen würde. Deshalb wäre ich persönlich immer noch der unglaubliche Vertreter dafür, den Bonus davon zu bekommen, dass man sich mit einer Person gut koordinieren kann und eine Person auch mal ganz leicht findet und einfach in den normalen Modus mit einer Duo-Queue. Bitte. Duo-Queue. Ja, dieses Duo-Queue-Prinzip, da muss man auf jeden Fall nochmal eventuell dran arbeiten. Hat Flux jetzt auch geschrieben, man sollte eher Duo und Triple. Nein, Triple Queue ist Bullshit, meiner Meinung nach. Triple Queue ist Bullshit. Triple Queue macht über 50% des Teams als koordiniertes Team und wenn man dann auf ein Zweier-Einsatz-Zweier-Team trifft, hat man schon mal einen krassen Vorteil. Wenn man aber Zweier-Einsatz-Zweier und ein Zweier- und Drei-Einser-Queues hat, in LoL funktioniert doch auch. In LoL funktioniert das. Das ist einfach das beste Beispiel. Man kann sich koordinieren. Okay, natürlich zugegeben, in LoL ist man auch ein bisschen so verteilt, dass man zumindest im Anfang auf seinen Lanes so ein bisschen auf sich selbst überlassen ist und dann die Absprache dann auch ein bisschen leichter sowas durch den Chat kommen kann und so. Aber ja, aber meiner Meinung nach ist gerade LoL auch deswegen ein gutes Beispiel, weil du halt zum Beispiel, wenn du als AD-Carry mit einem Supporter oder mit dem Jungler oder als Mitte-Jungler, Top-Jungler. Top-Mitte funktioniert manchmal auch ganz gut, wenn man einen mobilen Mid-Champ hat, Twisted Fate oder Top-Lane-Pantheon oder sowas. Also man kann da durchaus schon Kombinationen auch wählen, mit der man zu zweit eine Lane dominieren kann. Ja. So ist es nicht. Okay. Deswegen, und das funktioniert super. Es funktioniert super, deshalb sehe ich da nicht so wirklich das Problem. Und natürlich, dann ist wieder die Sache, da kann es halt Unregelmäßigkeiten geben mit wie viele Leute, also da sind 2er-Queues und hier haben wir nur 1er, aber ich finde, das ist so gering und ich finde, es ist so wichtig, dass man die Möglichkeit hat, einfach mit einem Kumpel spielen zu können. Momentan hast du nur die Wahl, du bist entweder auf dich selbst verschoben oder du musst 4 andere Leute finden und da ist einfach zu viel in der Mitte. Was Flux da gerade angesprochen hat, wenn man Triple Q, dann muss man auf ein anderes Team treffen, das Triple Q. Prinzipiell ist das natürlich logisch und könnte so auch funktionieren. Das Ding ist nur, wie hoch ist die Chance, dass jemand genau in dem Moment Triple Q? Wenn man Duo Q und man trifft 3 Einzelspieler und 5 Einzelspieler, dann funktioniert das, wenn man keinen zu großen Vorteil hat. Duo cute man und trifft auf eine andere Duo Q und 3 Einzelspieler und hat selber 3 Einzelspieler. Oder man Duo cute mit einem Duo Q und einem Einzelspieler trifft auf Duo Q, Einzelspieler. Also das funktioniert, es gibt mehr Kombinationen. Und bei einem Triple Q bist du darauf angewiesen, dass auch ein anderes Team gerade Triple Q'd. Das ist der Punkt. Und deswegen eignet sich Duo halt besser als jede andere Kombination.
Also man kann natürlich verstehen, dass sie gerade, dann kommt halt der Spruch, dann kann man auch in die Team-Queue gehen. Aber das ist noch wieder eine komplett andere Sache. Einmal dauert es Jahre, weil nahezu niemand mehr, also wenn man Duo-queued in der Team-Queue, ist man entweder darauf angewiesen, dass irgendjemand noch, 18 Minuten plus. ja, ist man entweder darauf angewiesen, dass es irgendwo noch Leute gibt, die sich zu dritt anmelden, was noch seltener ist. Oder Leute gibt, die sich einzeln anmelden, aber da es Solo-Queue gibt, melden sich nur Vollidioten einzeln an. Ja, das ist auch noch ein weiterer Punkt. Aber wo wir gerade so schön bei LOL waren, da kann man nämlich super eingreifen. Und zwar wurde auch in der deutschen Community die Frage gestellt, wenn man könnte einen MOBA entwickeln, in dem man Helden aus Schurken oder Helden und Schurken aus GW1 und GW2 spielt, also quasi in diese Charaktere schlüpft und dann Szenarien oder ähnliches aus der Historie von Guild Wars so ein bisschen nachspielt, beziehungsweise halt ein MOBA aus diesen Charakteren bastelt. Und da hat Jonathan Chubb gesagt, im Prinzip eine großartige Idee, hätten wir Bock drauf. Das Problem ist nur, es gibt ein paar Faktoren, die einfach in diesem Zusammenhang in dem MMO nicht ganz MOBA-mäßig sind. Und zwar ist der Punkt, man hat nicht diesen Gold-Faktor. Man kann sich für Gold keine zusätzlichen Gegenstände kaufen, sofern man nicht das ganze Prinzip der Queue oder dieses Modus beziehungsweise PvPs umdenkt oder komplett revolutioniert, weil es einfach dieses Item-Kaufen-Prinzip nicht gibt. Ja? Man müsste halt dann wirklich ein komplett anderes Szenario entwickeln. Und gibt es dieses Ja. Item-Kaufprinzip nicht, hätte man ein MOBA mit Creep Waves, die kein Gold geben, weswegen diese Goldmechanik wegfällt, weswegen kein Mensch auf der Welt anfängt, Creeps zu farmen. Und ohne das Farmen von Creeps fehlt einem auch so ein bisschen die Progression in dem Spiel. Und ohne die Progression fehlt so ein bisschen die Intention oder die Idee hinter dem MOBA selbst. Ich persönlich wäre immer noch für MOBA-Spieltyp-Umsetzung einfach in dem grundsätzlichen Combat- und Designsystem von GW2, aber sonst komplett auf MOBA getrimmt. Ich würde unglaublich gerne wissen, ob das funktioniert, weil wenn es Ein bisschen wie Smite, oder was? funktionieren würde, wäre es halt ein gutes Smite. Man müsste dann theoretisch ein System aufstellen, wo man dann irgendwie 8 oder 16 Level oder ähnliches aufstellt, womit man sich dann halt, beziehungsweise 10, 20 Level aufstellt oder so, wo man sich dann seine Skills freischalten muss, die dann aber auch auf den Charakter festgelegt sind. Man müsste so viel umdenken vom klassischen PvP-System. Ja, Aber es ist das stimmt durchaus schon. eine Also machbare Sache. das Problem dabei ist halt, dass MOBA sehr darauf angewiesen sind, dass halt ziemlich viele unterschiedliche Charaktere mit ihren festen Skills sind, was dann letztendlich gelöst werden könnte. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, es gibt ja sehr viele verschiedene Arten, wie man bestimmte Klassen spielen kann. Es gibt den Sword Dagger Thief, es gibt den Hammer Bogen Warrior, dann gibt es einen Condition Warrior, dann gibt es Spirit. Und die sind eigentlich, abgesehen von so ein paar Sachen, die miteinander teilen, sind das eigentlich schon fast unterschiedliche Klassen. Also könnte man das dadurch lösen, indem man da einfach ein Preset gibt, was die Leute auswählen können. Ein Preset an Sachen, die man dann natürlich auch leveltechnisch freischaltet. Und ja, dann müsste man halt noch diese Itemspirale einbauen Was im und dann hätte Prinzip es das dann eigentlich schon. komplett neues, was im Prinzip ein komplett neues Spiel und kein Ja. einfacher Spielmodi mehr ist. Gut, dann Nee, sind wir aber auch ich. bei einem Blizzard Dota zu WoW irgendwie. So ziemlich, aber gut. Ich denke, dass der Aufwand dafür ein Ich bisschen groß weiß. ist. Eine Ich Sache, auf die ich jetzt noch würde eingehen es möchte, ungern. sonst verlieren Also wir uns, wir wir könnten, wir verlieren uns können. hier so ein bisschen in dieser Diskussion zum PvP. Ein Punkt, der noch angesprochen wurde, war Seasons und Ligen. Leute sich gewünscht haben. Und da hat Jonathan Sharp schon mal so ein bisschen was angekündigt. Und zwar, ich zitiere, in Zukunft wollen wir zu einem Ligasystem mit mehreren Ebenen wechseln, wie ihr es aus anderen Spielen kennt, mit Liga-Seasons. Dahinter noch so ein schönes Smiley. Er wollte noch so ein paar Dinge wissen, was uns daran besonders gefällt, was uns nicht gefällt, wie wir uns das in einem MMO vorstellen und ähnliches. Aber prinzipiell halt die Idee einer Liga ist demnächst plant. Was auch immer in der Zukunft heißt. Das heißt ja immer, Genius. es ist sehr, sehr vage. Genius. So, sonst noch Meinung außer meinem Genius? Wir brauchen liegen. Punkt. Okay. Ja, Das ist, da denke ich, lässt das sich eigentlich gar Wichtigste. nicht so viel zu sagen. Es ist halt eine super Sache. Ligen, die spornen halt Leute dazu an und machen auch ein bisschen ein gleichmäßigeres Spielfeld.
Spielumfeld. Level Playing Field, wie es immer so genannt wird. Also ich finde es auch, ich wäre angestrebt, mich in irgendeine Liga vorkämpfen zu wollen. Ja, ich auch, ganz ehrlich. Das reizt mich noch mehr, als es das Leaderboard jetzt schon tut, weil das Leaderboard einfach broken ist. Und dann ligenspezifische Rückenteile. Einfach nur mit irgendwelchen Symbolen darauf, die dir anzeigen, dass du da und da stehst, zum Angeben. Das reicht schon. So ein kleiner Tiger, ein Phönix, genau. Ein Dolja, das wäre mega nice, wirklich, wenn du die Ligen so ein bisschen nach diesem Prinzip aufbaust, ja. Du gibst denen nicht unbedingt Gold, Silber, Bronze, sondern du gibst denen halt diese Zeichen so ein bisschen orientiert an, dann immer weiter steigen. Du fängst ganz unten stehen ja Super, du fängst irgendwie unten an bei Crew und Doljak und gehst dann wirklich oben hoch bis Phoenix. Das hätte schon mega Stil. Hätte Stil, aber das kann man halt eben jetzt nicht mehr einführen, weil man da halt schon die Ränge drin hat. Ach, warum? Ränge schalten dir doch bisher nur den Todesstoß frei. Ja. Namen sind ja trotzdem noch frei. Ja, und verfügbar. Und die Truhen, wo dann noch andere Waffenskins sind. Ja, genau, wobei Ruhmpunkte nochmal ein bisschen was anderes sind als eine echte Ladder. Weil Ruhmpunkte steigen einfach auf Dauer, da kommt es einfach drauf an, dass du spielst. Bei einer Ladder steigst du nicht zwangsläufig nur, wenn du viel spielst. Ja. Nein, das war jetzt gerade so ein bisschen auf Aber den, ich glaube, ich bezogen. Könnte mir halt gut vorstellen, dass es dann halt Verwirrung in den Spielern gibt, wenn man das jetzt noch zusätzlich. Du spielst in der Phoenix-Liga und hast einen Deuer Todesstoß. Nö, das funktioniert bei mir im Kopf. Ja, bei dir vielleicht, aber. Na gut, egal, okay. Ich bin auch jetzt bald, ich bin momentan Wolf, aber bald, was kommt bei 40? Was ist denn das überhaupt? Tiger? Ich glaube, ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich da kurz davor. Ich persönlich finde trotzdem, dass der Doljak-Finisher immer noch der beste ist. Und auf jeden Fall renne ich jetzt die ganze Zeit mit dem Doljak-Finisher rum. Also, ja, Doljak, und dann kommt der Hai. Da kommt der Hai. Cool. Der Hai ist mega. Fiesch. Okay, wir ziehen damit nicht weiter. Und zwar gab es an diesem Dienstag, gestern, diesen Dienstag ist gut, eine kleine Erweiterung des Edelstein-Shops. Du bist voll ins Auge gestochen, scheiße. eine kleine Erweiterung des Edelstein-Shops. Und zwar gibt es eine neue Sammelverstärkung, die ihr euch im Edelstein-Shop kaufen könnt, die euch 10 Sekunden Eile verleiht, wenn ihr etwas abbaut und zudem die Chance auf eine zusätzliche Ressource. Also zum Beispiel bei den Erzen ist das eine Rubinkugel, beim Holz ist es zum Beispiel häufig irgendwie irgendwas, was war das immer? Zimt, glaube ich, bekomme ich ziemlich häufig. Oder auch manchmal so Beutel. Genau, das sind so die Dinge, die so ein bisschen damit einhergehen. Und die Chance darauf wird um 33% erhöht. Wieder kein großer Vorteil, irgendwie ehe Leute Pay-to-Win schreien. Ein Speed-Buff, damit man einfach schneller abbaut, ist jetzt meiner Meinung nach überhaupt nichts Dramatisches. Und die etwas erhöhte Chance auf eine zusätzliche Ressource, die immer noch nicht bei 100% liegt, ist also meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Damit einher geht auch natürlich direkt eine neue unendliche Holzfäller-Axt. Die Traumspalter-Holzfäller-Axt. Domi zeigt euch jetzt hier hoffentlich im Bestfalle einmal die Animation. Das müsste so bei 1 Minute 30, glaube ich, sein, dass ich die das erste Mal einsetze. Super, bis dahin hat das, glaube ich, nicht vorgebuffert. Schade. Das wäre so viel einfacher gewesen. Ja, hat eine neue Animation, ist eine unendliche Holzfäller-Axt, funktioniert wie die Orikalkum-Axt. Das bedeutet, ihr könnt alle Gegenstände damit locker abbauen. Jetzt muss es irgendwo kommen. Ja, ihr seht jetzt 30, gleich im Video irgendwann die Animation. Ich habe es so geschätzt. Ne? 40, immer noch nicht. Also, ich hätte mal eine Frage. Seid ihr der Meinung, dass wir diese Sammelverstärkung wirklich gebraucht haben? Nö, im Prinzip nicht bei 1,47. Weiß nicht. Kommt mir nicht so vor, als wäre das hier so ein Item, was sie wahrscheinlich kaum eine Sau kaufen wird. Also ich weiß nicht. Es sind viele Items meiner Meinung nach dabei, die sich kaum jemand großartig kaufen wird. Aber vielleicht der ein oder andere, der gerade, wenn du gerade irgendwie spezifisch auf irgendwas hinarbeitest, wofür du viele, viele Sachen sammeln musst, dann ist es Vorteil, einen permanenten Speedbuff irgendwie drauf zu haben. Und wenn du halt, du kriegst ja manchmal auch mit etwas Glück dieses Item doppelt, das heißt, wenn du Holz zum Beispiel abbaust, antike Holzplanken, mit etwas Glück bekommst du nochmal eine vierte antike Holzplanke mit dazu, das kann sich dann schon auf Dauer lohnen, denke ich. Aber nur, wenn du wirklich gezielt darauf hinarbeitest. Im Chat wird noch die Schwimmverstärkung genannt. Die war auch so eine Verstärkung, die Bullshit war. Das frage ich mich bis heute noch. Wer braucht sowas? Will da jemand vor Tequartel wegschwimmen, oder? Run for your life.
Naja, wenn du irgendwo, wenn du etwas erkunden willst, wo viel Wasserlandschaft ist. Wo haben also, wir besonders viel Funkenschwärmer so. vielleicht kommt irgendwann noch so ein Gebiet, was nur aus Wasser besteht und wo sich dann die Schwimmverstärkung vielleicht lohnt. Oh Gott, bitte nicht. Ich habe solche nur Wassergebiete immer gehasst. Ja, ich wollte mich nochmal einbringen. Ich habe mir jetzt halt meinen Stuhl repariert, während ich über das PvP gelaufen habe. Das ist ja über die Zeit voller Hammer, ey. Nee, ich kann mal probieren. Okay, dann noch ein kleiner Hinweis von uns an dieser Stelle. Das war, oder beziehungsweise von uns ist gut gesagt, Devin Carver hatte den Hinweis gegeben, unser WVW-Man, ja. Wurde sich im englischen Forum beschwert darüber, dass die Leute nicht wissen, was sie mit Dragonit-Erz, Blutsteinstaub und aufgestiegenen Fragmenten machen sollen. Und Devin Carver gab mit so einem kleinen Zwinkern den Hinweis, ohne jetzt irgendwie groß was zu verraten, es kommen Dinge in der Zukunft, wo ihr die für brauchen werdet, also schmeißt den Scheiß lieber nicht weg. Meiner Meinung nach der Hinweis oder die absolut endgültige Bestätigung, dass wir in der nahen Zukunft, war wirklich nicht mehr weiten Zukunft, aufgestiegene Rüstungen bekommen werden. Bin mir nicht sicher, also da sie es jetzt in der offiziellen Patch-Ankündigung nicht hatten, bin ich mir relativ sicher, dass es nicht am 26.11. kommen wird. Ich weiß jetzt nicht, also wie gesagt, wir haben schon öfters, glaube ich, drüber gesprochen, wie der Release-Plan noch in der Zukunft aussieht. Der nächste Patch kommt ja am 10. Dezember und dann noch eine am 24. Und ich bleib bei meiner Meinung, dass am 24. Dezember sich aufgestiegene Rüstung richtig gut war ganz einfach deswegen, weil ich glaube nicht, dass ArenaNet am 24. Dezember, wenn 90% der Leute wahrscheinlich im Weihnachtsurlaub sind, sich noch groß darum kümmern werden, was da an Inhalten kommt. Das bedeutet, wenn sie da einen neuen Teil der lebendigen Geschichte releasen und da buggt irgendwas oder so, dann buggt das über die ganzen Feiertage und die Leute werden weinen, heulen, schreien, zusammenbrechen. Wenn sie aber einfach nur schon ein gut durchgetestete aufgestiegene Rüstung bringen, dann kann damit eigentlich nichts schief gehen. Und man hätte eine leichte Bespassung, ohne jetzt irgendwie großes Update nachschieben zu müssen, am 24.12. Ich habe mich ein bisschen verwundert, dass die Leute jetzt alle da sind. Oh mein Gott, wir werden die Materialien noch brauchen. Ich habe mich da ein bisschen gewundert, dass die Leute etwas überrascht drüber waren, weil ich wollte gerade sagen, ja. Für mich war es ziemlich offensichtlich, weil das ist erstmal in Massen gedroppt, erstens. Und ich habe mich schon. Aufgeschrieben, die Handwerker, waren angekündigt für 2013. Handwerksberufe laufen ja eigentlich alle relativ gleich ab. Du hast immer irgendein Metall oder einen Stoff, dass du dann mit noch einem anderen Stoff, was weiß ich, den Wollfaden oder sonst was verbindest und dann stehst du. Also mich hat das überhaupt nicht verwundert. Gerade bei uns so viele Klicks bekommen hat. Ich habe da echt blöd geguckt, dass so eine... Ich persönlich auch, dass das eine der Top-News irgendwie der Woche war. Hat mich auch ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe. Aber es ist halt meiner Meinung nach ein Punkt. Ich glaube persönlich, dass das für uns deshalb so obvious ist, weil wir täglich mit Infos und möglichen Leaks, Data Mining und so weiter damit im Kontakt stehen. Und dass das eigentlich für unsere Community, die zumindest sehr, sehr treu und dauerhaft uns folgt, keine so große Überraschung war. Aber es gibt halt immer so Einzelleute, die sehen dann, okay, da hat jemand auf Facebook gerade die News geliked, behaltet bitte euer Dragonit-Erz. Derjenige liest kein Kidneys und denkt auf einmal ganz erschrocken, was, Moment, wofür, wieso, weshalb, warum? Und dann kommen halt solche Szenarien zusammen. Das hast du im deutschen Forum unglaublich häufig. Da gehen viele, viele Informationen, die ihr hier bekommt, zum Beispiel gar nicht hin. Ja, und ich sage euch das, ich habe es versucht. Ja, ich habe versucht, jede wichtige News, die wir hier posten, auch mal im deutschen Forum zu posten. Das Problem ist, dass ich natürlich ein bisschen Ego bin und da immer mal unseren Link drunter gesetzt habe, um wenigstens ein, zwei Klicks zu generieren und die Arbeit nicht komplett ans Forum zu verschenken. Und kurzerhand wird das von den Moderatoren nach Linkland geschoben. Linkland? Ja, und kein. Ja, halt, heißt es im Deutschen. Linkwill heißt es im Englischen. Linkland im Deutschen. Oder Linkland dann wahrscheinlich. Linkland, ja. Und, da, wo Link wohnt. Genau, ja. Und da guckt kein Schwanz rein. Ja. Demnach habe ich es so aufgegeben, das ist deutsche Forum zu posten. Und wenn ich dann irgendwie wann war das? Ich glaube, 2 Tage irgendwie vor die Ankündigung zum Patch kam, Turm der Albträume, dass es dabei um einen Turm in den Kessex-Hügeln gehen soll. Und oh mein Gott, da hat sich ja was verändert in den Kessex-Hügeln. Das war 2 Tage, bevor der Patch wirklich kommt. Da habe ich mir auch so gedacht, okay, ja. Leute bekommen nicht viel mit und darum sind solche News manchmal, glaube ich, gar nicht so verkehrt, an meine Aussage zu kommen. Ja, wobei, das hat man ja auch nicht sofort gesehen in den Kessex-Hügeln mit der Veränderung.
Das haben wir am ersten Tag drüber geschrieben. Ja, hätte mich aber auch, ich glaube, mich hat irgendjemand darauf hingewiesen, hat mir das angeguckt daraufhin. Ja, Uschi war es, die uns darauf hingewiesen hat, glaube ich. War das Uschi sogar? Ich glaube, ja. Deswegen sind wir alle dahingespurtet, wie die Bescheuerten. Ja, also, das war so eine kleine Zwischennews, die wir, davon wird es, also Entwicklerstatements generell gab es ja, glaube ich, bei uns immer zu Genüge. Dann hat Dozi am Wochenende wieder eine schöne Fanart-News zusammengestellt, unter anderem mit einem Video, das uns von ArenaNet auch auf Facebook gefeatured wurde. Meiner Meinung nach großartig, vor allem der Teil mit der Herr der Ringe Soundtracks und natürlich das Dragon Ball Z am Ende. Soll ich da irgendwas von das super zeigen? Domi, du kannst das erste Mal zeigen ab Sekunde 15. Ich glaube, zeigen bringt halt nichts, weil es Musik ist, ne? Ja, und hören. Ja, hört man das nicht? Ja, mach's leise im Hintergrund irgendwie, während genau. wir reden. Also nicht zeigen, okay. Doch, zeigen und leise im Hintergrund laufen lassen. Ab Sekunde 15 erst ab. Im Hintergrund oder nicht anlaufen. Im Hintergrund? Also Musik leise im Hintergrund tonen. Aber trotzdem Bild einblenden. Ja, natürlich, warum nicht? Ja, das war meine Frage. Okay, ja, ja. Wir werden das nächstes Mal extra so ein Drehbuch, glaube ich, anlegen müssen. Das ist Zoom möglich. Auf Durzahn. Okay, Zoom auf Durzahn, warte. Durzahn? Ja, okay, darf ich loslegen? Okay, und zwar bei dem ersten Video, was gerade eben, wie gesagt, von Guild Wars 2 auf der Facebook-Seite gefeatured worden ist, ist Music, und der hat sich die Unterwasserorgel, das Horn und die Flöte zunutze gemacht, um ein paar Lieder nachzuspielen, wie zum Beispiel Soundtracks aus Herr der Ringe, das Intro von... Nee, das ist glaube ich gar nicht das Intro, nicht mal. Von Dragon Ball GT ist es, glaube ich. Was GT? Z? Bin auch schon durch. Hast du den Stream gesehen? Nein? Ja, dann nicht. Schade. Okay, ich guck's mir im Mitschnitt dann an. Jo. Dann haben wir noch ein kleines Musikvideo von Charm. Von der ich, glaube ich, letztes Mal schon ein Video gepostet hatte. Worin sie über ihren Frust, den sie im Jumping Pass immer aufbaut, singt. Solltest du auch einmal noch? Nee, brauchst du jetzt nicht jedes Video angucken. Leute können sich das gerne angucken, ist nach wie vor da. Darum geht's in den News, genau. Dann habe ich ein Video dabei, das bei dem Musik, wie hieß das? Rock den Albtraum bei dem Wettbewerb mitgemacht hat oder jetzt noch mitmacht, läuft ja noch bis zum 26. November, für den Fall, dass ihr noch mitmachen wollt. Und ja, es hat mir ziemlich gefallen, vor allem wegen den schicken E-Gitarren-Riffs und war ein bisschen rockiger das Ganze. Rockiger war auch das nächste Video, und zwar hat einer Fear Not This Night gecovert und das Ganze noch mit seiner E-Gitarre um einiges rockiger anhören lassen. Und zum Schluss... Also ich glaube, rockiger als Fear Not This Night zu werden, ist nicht so schwierig. Ja, schon. Ja. Ist jetzt Kuschelrock. Ah, okay. Nein. Und zum Schluss habe ich so eine Art Video, man könnte es fast unter den Bereich Trivia setzen. Und zwar... erzählt uns der Entwickler, also jetzt habe ich seinen Namen vergessen, McLean Deamer, der in der Audioproduktion bei ArenaNet sitzt, von einer kleinen Musikbox, die in der Collector's Box ursprünglich rein sollte und dann ausgetauscht worden ist durch die Ridlock Brimstone-Figur. Oh, wie fies ist das denn? Was zeigen, was wir hätten haben können, aber dann doch nicht bekommen haben. Das ist mega geil, diese Musikbox. Das ist der Hammer. Oh. Und ich finde, das hätte ich eigentlich gar nicht besser einbauen können als in diesen. Das ist echt der Hammer. Wir sind stolz auf dich. Danke. Gut, jetzt nochmal auch an dieser Stelle der Hinweis an euch, wenn ihr irgendwelche verrückten Guild Wars 2 Fanarts zu präsentieren habt. Videos, Musik, Texte, Gedichte, Let's Plays, irgendwelche, keine Ahnung, bescheuerten Dinge halt, immer her damit. Schickt's an sputti.gildnews@googlemail.com, weil sputti@gildnews.de noch immer nicht funktioniert.
Und mit etwas Glück bekommt ihr einen kleinen Platz auf unserer Seite, ein paar Klicks durch uns und natürlich noch 10 Gold. Habe ich 10 Gold oder 20 Gold als Belohnung ausgesetzt? Ich glaube 10 Gold, oder? 10. Ich hoffe, ich habe nicht mehr als Belohnung ausgesetzt. 10. 10 Gold, okay. Zwei Handvoll. Wie viele Hände voll einer imaginären Währung kannst du nehmen? Das gesamte Internet, das Gewicht einer Erdbeere hat, ziemlich viel. Dann haben wir noch die Endsicht auf Quartalszahlen. Meiner Meinung nach immer so eine News, die beliebt ist, ohne dass es eigentlich wirklich einen Grund dazu gibt, weil man sieht an den Quartalszahlen zwar ein paar Dinge, aber irgendwie nichts persönlich, was Wer was von ich euch hat den Conference Call angehört? Total genial finde. Nein, das mache ich nicht wieder. Das mache ich nie wieder. War das nicht das Ding, was zum Teil Englisch und zum anderen Teil Koreanisch war oder so? Ja, was im Koreanisch ist, während einer simultan im Englischen mitreden. Ich habe damals gelacht, als ich den Podcast gehört hatte. Das war so nebenbei. Das war dann so ein komplett gebrochenes Englisch teilweise auch noch. Obwohl, naja, sagen wir mal, gute Wortwahl, schlechte Aussprache. Gut, wir kommen vielleicht einmal auf die genauen Zahlen zu sprechen von NCSoft, da natürlich ein bisschen fokussiert auf Guild Wars 2. Was Guild Wars 2? Das hat Guild Wars 2 in diesem Quartal, das heißt ist das August? Nee, Juli, ne? Juli bis September. Juli bis September hat Guild Wars 2 22,94 Millionen US-Dollar eingespielt. Man muss dazu sagen, dass die Einnahmen durch die Spieleverkäufe lächerlich gering der Anteil der Spieleverkäufe an diesen Gesamteinnahmen sind. Das heißt, das kommt wirklich zu einem großen, großen Teil über den Game-Shop. Guild Wars 2 hatte dabei einen Rückschritt von 15% in den Einnahmen. Die sind aber wirklich überwiegend auf die Verkäufe der Spiele und weniger auf den Item-Shop an sich zurückzuführen. Und auch generell hatte NCSoft einen leichten Rückgang an den Einnahmen im Allgemeinen. Lustig dabei, das habe ich persönlich selber ausgerechnet. Ich habe viel, viel davon aus den Statistiken genommen, aber ich habe mal selber so ausgerechnet, wie unterschiedlich der Anteil an den Gesamteinnahmen von Guild Wars 2 war im ersten oder im letzten Quartal, Quartal 2, 16,1% und im Quartal 3 immer noch 15,3%. Das heißt, obwohl es 15% zurückgegangen ist, hat es noch nahezu den identischen Anteil an den Gesamteinnahmen, was so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass NCSoft im Allgemeinen leichten Rückgang in den Einnahmen hat. Was mich mal interessiert, da gibt's immer noch welchen so ein paar? Sinn haben dann noch die Einnahmen des Korean Won? Wieso, was? Koreanische Won, das ist deren Einnahme, Zahlen, ja. Weil es eine koreanische Firma ist und in Korea seinen Sitz hat und die rechnen nur mal in Won und nicht in Euro. Ja, aber auch in US-Dollar und mit Won kann noch eh keiner was anfangen. Die Zahlen sind ja, das ist jetzt nutzlos. So, damit du in der Tabelle nicht eine zweispaltige Tabelle hast. Won mit reingenommen in die News. Ja, so ein bisschen, Genius. Ja. Nochmal als besondere Infos aus dem Quartalsbericht gingen hervor, dass der Release von Guild Wars 2 in China nicht mehr im vierten Quartal 2013 stattfinden wird. Die meisten Einnahmen aus dem Edelsteinshop kommen und es vorerst kein Add-on für Guild Wars 2 gibt, da es noch zu früh ist, um darüber zu sprechen. Also ein Punkt auf jeden Fall, der wieder für ein paar Aufschreie gesorgt hat, vor allem, weil auch hier, glaube ich, wieder bestimmte Seiten geschrieben haben, kein Add-on in Guild Wars 2. Ba-ba-ba-bam, ja. Propaganda-Scheiße. Wir sind da ganz nüchtern und sagen... Wie bei der Bild. Ich möchte mal sagen, what the fuck haben die Asiaten mit ihrem Lineage? Ja, ne? 69% aller Einnahmen von NCSoft. Das ist krass, oder? Das ist lächerlich. Ja. Die haben halt alles richtig gemacht. Das ist ein dummer, stupider Grinder. Ja. Das ist so und krass, lieben der Asia-Grinder. Die Asiaten. Und darauf stehen halt die Asia drauf. Und das Ding, warum Lineage 2 auch nicht mal annähernd da rankommt, ist, weil die Leute, die halten halt so dran fest, weil die da Jahre ihres Lebens schon fast reingesteckt haben in Lineage, um sich da hoch zu grinden und davon nicht weg wollen. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch teilweise Features von Lineage 2 irgendwie gefloppt haben oder sowas, aber auf jeden Fall, die an diesem alten Spiel, welches einfach, ich glaube, irgendwie alle 20 Level meine Quest hat oder so,
Ich glaube, die letzten 30 Level hat das gar keine Quest mehr. Ich bin mal... Ein Punkt übrigens, den ich ganz schnell anmerken möchte, weil hier darüber geschrieben wird, dass Aion fast genauso viele Einnahmen hat, obwohl Aion ja gar nicht mehr zu NCSoft gehört. Das ist Bullshit. Aion gehört in Europa nicht mehr, wird in Europa nicht mehr unter dem Publisher, nicht mehr unter dem Entwickler. Das ist ein anderer Entwickler, aber der Publisher ist weiterhin NCSoft. Das heißt, es gibt den Unterschied zwischen Deutschland Entwickler hat und Publisher. Der Entwickler ist der gleiche, bloß der Publisher ist jemand anderes. Echt, war so? Ja, so ist das. Publisher ist... Wie zur Hölle würdest du in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Entwickler haben? Das macht keinen Sinn. Doch, das gibt zum Beispiel bei Terra. Wird das komplett von Frogstar, beziehungsweise die heißen jetzt Gameforge, glaube ich, übernommen. Gameforge. Das ist die Lokalisierung. Nee, die komplette da gibt es ja riesige Unterschiede in der Gesamtentwicklung dieses Spiels im Vergleich zur asiatischen Welt. Hm. Aber gut, es ist schon richtig, dass der Publisher derselbe, Publisher nur in Europa ein unter anderer ist, genau. Ich glaube, Lineage ist mit monatlichen Kosten, ne? Oder? Glaube ich zumindest. Könnte natürlich auch ein Pay-to-Win gehen. Lineage ist mit monatlichen Kosten, ja. Genau. Gut. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, war, ich bin mal auf den nächsten bzw. übernächsten Quartalsbericht gespannt, aus dem Grund wegen dem Release von Wildstar. Das war auch genau. Weil ich würde da gerne mal sehen, wie das dann vergleichsweise dann zu Guild Wars 2 zu den seinem Release, wie viel das so eingebracht hat im Vergleich. Weil dann kann man auch schon relativ gut sehen, wie viele Spieler haben sich zumindest mal Wildstar angeguckt, wie haben sich das Spiel gekauft im Vergleich zu Guild Wars 2. Ist eigentlich das ist so der erste Smart, woran man sich so ein bisschen messen kann mit GW2. An Aion kann man sich deswegen nicht messen, weil Aion in Europa immer noch unglaublich low oder unglaublich unbeliebt ist, aber hier auch wieder in Korea relativ gern gespielt wird, genau wie Lineage und Lineage 2. Guild Wars 2 wurde in Korea ja auch noch nicht veröffentlicht, auch noch ein Bereich, der irgendwann mal angegangen werden sollte, glaube ich, oder soll. Weshalb die Zahlen hier besonders bei NCSoft natürlich überhaupt nicht in Konkurrenz, also überhaupt nicht vergleichbar sind, meiner Meinung nach. Ja, wie ist das denn? Was wollte ich? Genau, ich weiß nicht, ist das nur, weil ich mich nicht so wirklich mit Wildstar beschäftige, oder ist der Hype um Wildstar nicht mal annähernd auf irgendeinem Level, dass das GW2 vor Release hatte? Also ich habe den Eindruck, ja, dass der Hype momentan so kommt. Also viele Streamer, die vor allem vorher Guild Wars 2 gestreamt haben, fangen jetzt an, zumindest zu Guild Wars 2 Videos zu machen, fangen jetzt langsam an, da Wildstar Videos zu machen, und dann kannst du noch nicht wirklich Wildstar Videos machen. Ja, die philosophieren halt da drin hauptsächlich. Ich werde da wahrscheinlich auch irgendwann mal reingucken, aber also natürlich ist es ich würde sagen, Wildstar ist so ziemlich genau das Gegenstück zu GW2. Was vielleicht dann auch so ein bisschen daran liegen kann, dass sie halt unterm selben Publisher laufen, dass sie da so in Richtung gelenkt wurden. Weil man hat so ziemlich das, was fehlt, und das, was die WoW-Spieler immer wollten in GW2. Das heißt, diesen wirklichen Raid-Content, und es wurde ja früher zumindest mal gesagt, dass die nach dem Motto I don't give a fuck, wenn das nur 3% der Spielerbases legen, das soll einen vernünftigen Schwierigkeitsgrad haben. Und nicht das WoW-Argument, wenn ich mindestens 50% den Content sehen, dann ist es ja gar nicht wert, das zu entwickeln. Wir sind Pussys, etc. War vielleicht ein bisschen dick aufgesetzt. Aber in die Richtung geht das halt. Das ist, glaube ich, so der Hauptverkaufsgrund. Obwohl ich auch schon gelesen hatte, irgendwas mit, die haben direkt von Anfang an Arenen und Leaderboards und sowas. Uti, weißt du da was? Was? Mit, wozu? Ich war kurz weg. Ja, mit Wildstar, die sollen irgendwie direkt von Anfang so ein paar PvP-Features haben, die in GW2 ein bisschen lange gedauert haben. Es ist so viel angekündigt für Wildstar, und in jeder Beta konntest du noch nichts im PvP antesten, noch gar nichts. Okay.
Also ich würde halt einfach sagen, der Hauptverkaufsgrund momentan für Wildstar ist halt diese angeblichen knackigen Raid-Bosse. 40er Raid-Instanzen, ja. Also genau. Vor allem der PvE-Content. Mann. Ja, und das ist ja, also zumindest so wie ich das sehe, ziemlich das Gegenstück zu GW2. So von der Art des PvEs. Also ich finde ja, GW2 hat eine schöne Mischung. Hat wobei schon eher mehr dann ins PvP geht. Das eigentlich gar nicht. Ich persönlich würde sagen, es sollte mehr in Richtung PvP sich entwickeln, aber halt von der Spielerbase. Aber da ist halt auch natürlich so ein bisschen mein eigenes Interesse, da ich mehr im PvP-Bereich bin. Aber zumindest im das, wonach die Leute im PvE von GW2 immer geschrien haben, von wegen, wir wollen ein vernünftiges Game, in dem es dann auch so Raid-Sachen gibt und WoW ist ja scheiße und die haben da die Pussy-Encounter. Da wollen die so ziemlich zu den Leuten da so ein bisschen den Content hin entwickeln. Sieht es zumindest so aus mit knackigen 40-Mann-Raid-Instanzen. Das ist die füllen da so ein bisschen die Lücke. Wobei ich das immer recht witzig finde, die Leute verlangen immer schwierigen Content. Und, ja, da kannst du sowieso. Aber dann gehen machen. so selten Leute, was weiß ich, Flammenzieher Weg bei oder. Das ist aber der Punkt, das unterscheidet so ein bisschen die Leute, die weinen und die Leute, die wirklich spielen. Weil die Leute, die weinen, wollen irgendwas anders haben. Die Leute, die spielen, würden aber nie sagen, ich finde gut so, wie das ist. Sondern sie lassen es einfach so unkommentiert, weil sie es halt spielen. Ja, klar. Und deshalb Leute, hörst du nur Leute, die was anderes haben wollen. Also, du hörst in GW 2 viele Leute, die sagen, das ist zu einfach. Und viele Leute sagen, das ist sogar jetzt schon zu schwer. Und das ist der Punkt. Du wirst niemals eine Balance zwischen den Bereichen finden. Ich finde was leicht und ich finde was schwer. Und da möchte ich auch im Prinzip gar nicht weiter drauf eingehen, weil da können wir uns in Endlos-Diskussion verstricken. Also da einfach jeder der andere Meinung ist. Das ist das Problem am Internet und an Feedback, glaube ich, im Allgemeinen. Die Leute, die zufrieden sind, werden das nicht rumbrüllen, denn die haben ja, was sie wollen. Dann müssen sie nichts machen, um das in eine andere Richtung zu bewegen. Das ist im Prinzip schon alles. Ja. Ja gut, dann springen wir mal im Thema ein bisschen weiter weg von den Quartalszahlen. Oder wollt ihr noch was sagen? Sehr gut. Hin zu unserem Thema Geht News diskutiert. Das ist jetzt aber so ein bisschen der Abschluss, bevor wir in die konkreten Themen zum WVW und PvP gehen. Was übrigens auch noch dauern kann. Oh mein Gott, schon wieder lange mit dabei. Und zwar ist die lebendige Geschichte immer natürlich ein Riesenthema generell in Guild Wars 2. Und wir wollten dazu von euch wissen, gefällt euch die lebendige Geschichte bisher? Und vor allem seid ihr der Meinung, dass die lebendige Geschichte, hier besonders so ein bisschen fokussiert auf den Quartalsbericht, dass in Zukunft erstmal kein Addon kommt, ist die lebendige Geschichte in der Lage, so ein Addon komplett zu ersetzen? Zu Frage 1, wir haben natürlich wieder eine kleine Umfrage dazu an euch oder eine Umfrage dazu erstellt, bei der ihr euch austoben konntet. Die lebendige Geschichte im Allgemeinen gefällt ja gut 41% der Leuten, ja, so nach dem Motto geht so, ja, man nice to have, aber nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. Das sagen 72 von euch, 62 dazu, also nur knapp 10 weniger sagen, die lebendige Geschichte ist eigentlich ganz gut. In 27 oder 15,6% sagen sehr gut sogar. Und immerhin nur 7% oder 12 Leute sagen, die Geschichte gefällt mir überhaupt gar nicht. Dazu gab es dann vor allem auch natürlich eine rege Diskussion wieder in unseren Comments. Das finde ich nice, ja, vor allem das Thema. Ja, warte, wo wollte ich gleich noch? Also, okay. Da wurde natürlich wieder viel über das Thema allgemein diskutiert. Vor allem dadurch, dass die Inhalte immer relativ eintönig sind. Ich glaube, das kam so bei vielen Leuten immer raus. Es ist immer so ein bisschen dasselbe wie Young Scarlet. Wir erledigen ein paar Aufgaben, wir haben einen Meta-Erfolg. Das war's so ein bisschen. Das stört einige. Andere sagen aber auch wiederum, dass die lebendige Geschichte im Allgemeinen oder die Idee dahinter ganz gut ist. Aber ja, manchmal die Umsetzung so ein klein bisschen hapert und andere sagen wiederum, die Umsetzung ist auch gut und bla bla bla. Also es war eine bunte Mischung, was aber das Thema Add-on und die lebendige Geschichte ersetzt, ein komplettes Add-on angeht, da waren die Leute schon ein bisschen konkreter und haben gesagt, na, das reicht uns nicht. 53% sagen definitiv nicht, 29% der Leute sagen eventuell und 17% der Leute oder 30 sagen, weil ja, das wäre möglich. Die Frage ist aber auch, was verstehst du unter einem Add-on?
Add-on ist ja im Prinzip ein großer neuer, und zwar ein sehr, sehr großer neuer Content-Patch. Was die meisten Leute da halt zum Beispiel gerne hätten, wäre ein neuer Kontinent, ungefähr in der Größe von Turia, wie er jetzt ist, ja, vielleicht ein bisschen kleiner, bezogen auf Kanta zum Beispiel. Ich nehme an, den würde ich übrigens auch, aber ich nehme halt an, dass die meisten Leute, wenn sie von Add-ons gerade im Bezug WoW auf sind, MMOs ne? Gehen, dass sie da WoW sehen. Das, was man da aber noch unterscheiden muss, ist, dass WoW hat zwar immer einen fetten, großen Kontinent gebracht und wirklich viel umgeändert und dann natürlich auch noch das Level Cap hochgesetzt und all so ein Kram, dir aber zwischen den Add-ons einfach Dreck-Shit gegeben. Scheiße, da kamen dann die komischen Raid-Encounter, die kamen noch, aber sonst halt nicht. Nichts, das stimmt. Ja, außer Raid-Encounter kam nahezu nichts. Ab und zu hast du nur neue Schlachtfelder gehabt. Und ja, echt, kamen die nicht immer natürlich mit den Add-ons? Zum Beispiel bei Wrath of the Lich King kam mir dann mit einem Patch, wie ist das, Isle of Conquest, glaube ich, Insel der Eroberung. Ja. Und ein Patch dazu. Sie haben schon zwischendrin auch was. Kam aber zwar auch primär nur, für PvE-Spieler, aber. Ich glaube, es kam aber nur halt mit einem Patch dazu, weil sie das vorher nicht fertig gehabt haben. Du musst auch gucken, für die PvP-Spieler hast du dann immer die verschiedenen Seasons gehabt, die dann von Patch zu Patch gingen quasi. Ja, also es gab schon. Die haben ja nichts mit neuem Content zu tun. Ja, aber das ist halt einfach Motivation nur gehabt zu spielen. Hier machen wir einen Schnitt, fertig. Da ist ja nichts irgendwie großer, also zumindest kein riesiger Aufwand. Die Frage ist halt, ich persönlich bin auch dafür, dass irgendwie so große Sachen zu einem Zeitpunkt hier und da kommen müssen. Die Frage ist, wäre es möglich, das durch so schrittweise Einführung reinzubringen? Oder ist es besser, dir gegen ein bisschen Geld das alles auf einmal ins Gesicht zu schmeißen? Da hatten wir schon mal darüber diskutiert, wie man das möglicherweise machen könnte. Ich habe mit Dortin auch schon ein bisschen beredet und ich persönlich mag es lieber, wenn ich Geld zahle und dafür eine Menge Content bekomme. Weil wenn wir es jetzt zum Beispiel so machen, wir reisen jetzt nach Kanta im Rahmen der Geschichte, dann kommen wir zuerst, sage ich mal, am Hafengebiet an. Dann ist das Hafengebiet überschwemmt von den ganzen Spielern. Du hast dann dieses eine neue Gebiet, das wird dann totgezerrt, weil es nichts anderes gibt. Wenn wir zum Beispiel mal, wenn ich mal daran denke, was wir damals in der Release-Zeit hatten, ich und Sputti, wo das echt das Spiel 2 Wochen lang wirklich durchgesuchtet haben. Da waren wir auch vor der allgemeinen Spielerschaft. Wir kamen in leere Gebiete und das hat schon ein bisschen, war das so ein bisschen was vom Forscher. Das ist ein guter Punkt, Vanitas, weil im Prinzip liebe ich dieses, ich kriege alles über die Zeit, wenn man das wirklich im großen Stile macht. Das heißt, wenn wir neue Gebiete einführen, damit einhergehend auch mit einer neuen Rasse in Kontakt kommen, eventuell auf Dauer neue Rassen oder neue Klassen spielen können oder sowas. Aber was du angebracht hast, Punkt, der zurzeit vor allem in Guild Wars 2, glaube ich, ein Riesenproblem ist, ist, okay, wir haben ein neues Gebiet, ich will das jetzt sehen und da stürmt die ganze Masse rein. Weil das Prinzip dieses Contents über Zeit bekommen ist eigentlich ganz nice, aber dieses Problem, dass halt dieser Content dann massig überschwemmt ist und andere Gebiete vollkommen aussterben, das ist ein echt großes Problem. Das ist aber dann auch so. Rauskommt. Ja, mach du zuerst. Wenn halt ein Addon rauskommt, hat man halt viel Inhalt. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe jetzt keinen Bock, mich dem Zweck anzuschließen, der erstmal durch das neue Gebiet marodiert, gucke ich mir meinetwegen dann die neuen PvP-Arenen an oder ich fange an, eine neue Klasse zu spielen oder eine neue Rasse zu spielen. Man hat dann diese Aufteilung. Wenn man bei dieser punktuellen Release-Sache hat man meistens nur alle 2 Wochen mal einen neuen Content, aber er wird halt überrannt. Und das ist halt das, was ein Addon. Nee, Bullshit. Wenn du als normaler Spieler spielst, waren in den neuen Add-ons bei WoW. Burning Crusade stimmt, ist, ja. Fucking Scherbenwelt ist abgestürzt. Das ist der Unterschied zwischen Casual-Gamer und Leuten, die dann wirklich durchziehen. Ja, wenn, also, das war, viele haben ja auch gesagt, oh mein Gott, wir können nicht zusammenspielen, wir landen nur in den Überläufen und so, als Guild Wars 2 released wurde. Domi und ich, wir waren das, ne, die uns damals in einem Let's Play versucht haben. Wovon? Und nicht auf den Forget Was 2 und niemals auf denselben Server gekommen sind. Ach so, ja. War das mit dir? Ja. War das nicht schon in der Beta? Nee, das war auf dem Live-Server versucht. So. Ah, aber wir kamen im Königinental einfach nach über einer Stunde nicht auf denselben Server überlaufen. Ja, Durzan, sie hatten sich gemeldet.
Achso, du warst Nee, nee, lass mich erst weiter. Genau. Das ist nämlich der Punkt, wenn du als Hardcore-Spieler durch so ein Addon rushst, dann ist es klar, bist du immer vor der Masse. Die gesamte Masse allerdings wird genau in denselben überschwemmten Gebieten stehen, wie das jetzt bei dieser fortlaufenden lebendigen Geschichte ist. Die Frage ist, wie will man sowas verhindern? Man kann die Massen nicht daran hindern, den neuen Content spielen zu wollen, meiner Meinung nach. Alles instanzieren. Hue. Ja, das war ja zum Beispiel Guild Wars 1 Mechanik. Das hat ja vielen Leuten auch nicht gefallen, alles zu Ja. instanzieren. Halt auch persönliche Präferenz. Ich zum Beispiel, also Entschuldigung, kurz haben wir ja auch mal reden. Tut Ich mir will leid. schon so lange reden. Ich will bestimmt schon seit 5 Minuten Dann reden. setz dich durch. Rede, du musst dich durchsetzen. Du musst dich durchsetzen. Labert. Also, erstmal zur Thematik lebendige Geschichte oder Addon. Ich bin eher so der Fan von der lebendigen Geschichte. Warum? Weil beides nicht möglich ist. Das ist ein Team von 500 Leuten. Und wenn du jetzt anfängst, Addon zu entwickeln, dann musst du, sagen wir jetzt mal, die Hälfte der Leute abziehen. Bedeutet aber auch, dass der bisherige Content, also dass der Content, der alle 2 Wochen released wird, erstens nicht so breit sein wird. Und dass man sogar diese 2 Wochen nicht mehr halten kann. Dann, was weiß ich, in 8 Wochen ausschweifen muss oder sonst was. Und dann werden viele meckern, und ich werde dann auch meckern, ehrlich gesagt. Ihr habt die ganze Zeit schön alle 2 Wochen einen neuen Patch rausgebracht, wo ich was zu tun hatte. Jetzt muss ich warten, bis da ein Addon draußen ist. So, jetzt kommen wir zum Release des Addons. Das Addon ist draußen. Wir haben die Problematik, klar, mit der Maps, die wir gerade durchgesprochen haben. Aber wir haben auch die Problematik, ihr spielt das dann in einem Monat durch, dann ist vorbei. Ja. Und ein Grund, viele sagen ja, die Drachen werden kommen mit einem neuen Addon, würden dann kommen. Hey, Leute, das ist nicht so. Und zwar haben die Entwickler mal versprochen, dass Drachen alle spielbar sein werden, alle legbar mit dem Hauptspiel, also Guild Wars 2, so wie wir es gerade haben. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir alle Drachen mal draußen hätten, alle gekillt hätten, dass man dann wie bei Guild Wars 1 ein neues Kapitel aufschlägt. Also einen ganz, ganz neuen Content, in dem wir bis jetzt noch nie was davon gehört haben, in einer total neuen Story. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich will aber auf jeden Fall Aber das, aktuell überhaupt also nicht. ein guter Punkt ist auf jeden Fall natürlich, dass beides zusammen nur sehr, sehr schwer funktionieren kann. Es sei denn, du hast jetzt schon ein Team, was nebenbei an einem Add-on arbeiten würde. Das heißt, dass du dem, was du jetzt gerade bietest, so beibehalten kannst. Was ich mal persönlich beeindruckend finde bei der lebendigen Geschichte oder bei diesem Projekt lebendige Geschichte, ist nicht mal unbedingt nur den Content, den wir im PvE bekommen, sondern auch dieser ganze Randcontent, der immer wieder dazu kommt. Überarbeitungen, alter Inhalte, Ergänzungen wie aufgestiegene Waffen und sowas. Es kommt ja mit jedem Patch immer noch so eine Kleinigkeit mit, die man in irgendeiner Art und Weise auch in anderen Bereichen nutzen kann. Das fehlt so ein bisschen in anderen Spielen, Was man meiner noch Meinung nach. hinzufügen sollte bei der lebendigen Geschichte ist, stellt euch mal vor, sämtlicher Content, der bis jetzt als lebendige Geschichte abgestempelt worden ist, würde alles auf einmal als Add-on rausschmeißen. Das ist aber nochmal was anderes Schön. als das, was du mit einem Add-on verkaufen würdest. Ja, Ja, das ist aber richtig. Mit jetzt dem mal Addon theoretisch. musst du einen Nein, komplett ich meine, neuen Part anfangen. ja, eben, zum einen. Ja gut, du könntest jetzt sagen, das ist der Part, wo es nur um Scarlet ginge. Aber das Problem, was ich damit hätte, ist folgendes: Diese alle 2 Wochen haben so einen Eindruck gegeben, man wartet, bis der nächste Unfall, die nächste Aktion Ja, abgeht. Man weiß Serienfeeling nie, halt. wann wird was passieren. So spielst du innerhalb von einem Monat einmal Folge Allianz, Aether Ja. klingen, was weiß ich, bam, 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 spielst du einfach durch und hast nie und nimmer diese Verbindung zwischen der Realitätszeit und der Ingame-Zeit. Die haben wir ja jetzt praktisch. Das allerdings ist Und ein cooler Punkt, eine ja. andere Sache, die du noch hast, einfach so mal, sag ich, Entwicklungs- genauso wie spiellogistisch gesehen. Wenn man das wieder, muss man ja so ziemlich mit WoW vergleicht. WoW, da haben die Leute, die an den Add-ons arbeiten, aber die haben auch nicht wirklich viel, was dann noch an dem Live-Game gearbeitet wird. Die Dauerbeschäftigung ist zum Großteil das Gefarme. Das Abfarmen der Instanzen, um vorbereitet sein für die nächste Instanz. Das
hoch, das, also wirklich der Level-Inhalt ist immer relativ schnell vorbei. Und danach kommt die Item-Treadmill, dann kommt das PvP-Gefarme, dass man sich da wieder hochspielt und hier und da einfach dieses dauernde Wiederholen. Und in nicht so wirklich Content. Die Level-Erfahrung ist meiner Meinung nach immer eigentlich relativ simpel. Das haben sie jetzt natürlich auch inzwischen ein bisschen verbessert. Ich habe jetzt Mist auf Pandaria nicht gespielt, aber da soll ja auch ganz Das gut war was sehr mit der schön zum Story Leveln. gemacht werden. Ja, aber wenn du dann auf Max Level bist, dann hast du das eigentlich durch und dann geht es ans Gefarme. Ja, Was ich auch aber noch sagen was wollte, willst du sonst ist. machen? Brauchst du irgendwie eine Form von Motivation, Durzahn? Du bist dran. Danke. Was finde die Leute sollten einfach mal von der Denkweise des Addons mal weggehen. WoW, klar, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, hat neue Standards geschaffen. Aber WoW wurde Nicht oder ist jetzt notwendigerweise. 9 Jahre alt. Und da könnte man schon ruhig anfangen, mal neue Standards zu setzen. Und warum Haben dann wir. nicht mal in die Haben Richtung? wir. Darf ich einen Funfact Ja. einschmeißen? Funfact: Mit dem neuen Addon wird es so sein, dass es in WoW jeden Monat neuen Content geben wird. Jeden Monat. Fest zu einem festgesetzten Termin. Déjà-vu. Ja, also man hat neue Standards gesetzt mit Guild Wars 2 Mary. Gut, es kann natürlich sein, dass WoW das schon früher hat. Wir wissen es ja nicht. Es Aber gab. Nein, das natürlich sind hatten die. Das kann man. jetzt neue Standards. Und ich wusste es gerade auch nicht mit dem WoW, dass jetzt jeden Monat neues dann rauskommen soll, ein neuer Patch. Aber das sind jetzt neue Standards und haben Guild die, Wars haben die nicht 2 auch ist Downscaling? jetzt Jetzt Guild dann? Wars. Ja, die haben. Ist ja auch egal, wer Da ist wählt. was für Aber geplant. Guild Und es Wars gibt jetzt 2 ist die auf jeden Fall an der Zusammenlegung Frontier. es gibt auch so eine Art Überlaufmechanik in der Ja, Zukunft. auch schon vorher. Also Guild Wars 2 ist dann auf jeden Fall an der Front des neuen Standards. Ja, aber es Definitiv. ist ja auch die Frage dann Quantität versus Qualität. Ich habe dann, wenn man überlegt, jetzt wenn ich jetzt den Vergleich nicht unbedingt immer gerne ziehen will, aber wenn man überlegt, dass so ein neuer Patch bei WoW, den kannst du 5 Monate spielen, weil du halt eben diese Item-Treadmill hast, weil du halt erstmal neues Gear farmen musst, damit du weiterkommst in Raid-Instanzen. Hat halt Guild Wars 2 nicht. Es hat nicht so ein System, es will auch nicht Ja. so ein System haben. Und dann musst du überlegen, was für Content tust du dann reinfügen. Und Da ist die Living Story doch ein super Ding. ja, aber dann, wenn ich mal überlege, wir hatten ein, zwei, wir hatten natürlich gute Updates, originelle Updates, aber wir hatten auch Updates, die sich dann irgendwie gleich angefühlt haben, wo sich nur mal die Gegner besser unterschieden haben. Das Du, wenn aber wir mal zu. du hast halt wirklich Content. Und Ja, aber nicht was für Content? Content, der sich manchmal und wie nicht dem Copy-Paste anfühlt, muss ich ehrlich Pseudo-Content sagen. vom Es stimmt Item-Farm. schon, es stimmt. Aber Wir übrigens haben. zu WoW setzt neue Standards. Natürlich hat es das in der Masse etabliert, aber an sich ist der Großteil zusammengeklaut worden von EverQuest und den großen Natürlich, Dingern, die aber es es hat vorher halt gab. eben zum Standard gemacht. Also Aber viele ich muss Spiele, die sagen, ja. danach kommen, mussten sich eben mit WoW messen und haben darauf diese Standards, die WoW damit gefestigt hat, dann auf jeden Fall Ja, übernehmen. Also ich das ist weiß klar. noch damals, Runes of Magic, als das rauskam, ach, das waren noch Zeiten, hat jeder gesagt, das ist eigentlich nichts anderes, als dass man WoW kopiert hat. Weil man einfach die Standards, die WoW gefestigt hat, einfach übernommen hat. Ja, also Aber ich meine. theoretisch, das hat man ja auch immer mal wieder gesagt, das Ziel oder sag ich mal, der Schlüssel zu einem neuen Game ist, gute Sachen kopieren und ein ganz bisschen Innovation in den Mix werfen. Das war es bisher bei MMOs. Auch inzwischen werden die Leute ein bisschen pisst, dass das zu oft immer wieder dasselbe ist, das ist klar, aber das ist halt an sich, man klaut die Dass guten Sachen. das zu oft immer dasselbe ist in den was auch Vanitas gerade meinte mit die Content Patches fühlen sich immer gleich an. Dazu Nicht hatte immer, ich eine aber halt ein Kolumne. paar. Dazu hatte ich eine Kolumne geschrieben. Gott, wenn ich die jetzt wiederfinden würde, dann hätte Ja, ich sie okay, nicht. während du die suchst, würde ich mal, muss halt sagen, Domi, ich farm lieber dann 3 Monate ein Dungeon ab, wo ich ein bisschen Progress habe, weil ich mir mal ab und zu ein neues Item bekomme, als dass ich dann dreimal irgendwelche Invasions-Events mache, ohne was zu bekommen. Was bekomme ich am Ende? Toll, Echt? ein Ich Skin. nicht. Dann sind Ja, wir in aber dem wenn. unterschiedlich. Nein, Vergessen ich habe die das früher, Erfolgspunkte. ich hab das früher gestern gemacht, aber ganz ehrlich, so ein Raid-System wie in WoW würde ich heutzutage einen Scheiß drauf geben. Das Aber hat Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass mich das packen würde, immer und immer wieder in dieselben was bringt Instanzen dir zu jetzt gehen. so ein Patch zum Beispiel? Du bekommst Erfolgspunkte, für das du wieder ein paar kosmetische Sachen und Gold bekommst und du bekommst durch die Meta-Erfolge dann mal ein Skin. Mittlerweile auch irgendwie
nutzlos sind, finde ich zumindest. Oh, toll, wieder ein Rückenskin. Mal irgendwas Neues. Man hat zwar Content, aber irgendwie, zumindest persönlich, es ist alles persönliche Meinung, aber zumindest fehlt mir irgendwie jetzt die Motivation, den Content noch zu machen. Ich mache höchstens mal die Story-Instanz, damit ich wissen, wie es weitergeht. Und danach denke ich mir so, muss ich jetzt ernsthaft jetzt die ganzen Events machen, nur für ein paar Erfolgspunkte. Aber du hast Motivation, immer und immer wieder dieselben Instanzen genau gleich zu machen, bei Bossen, die sich immer wieder... Ich habe es geliebt, herauszufinden, wie man Bosse besiegt. Einen neuen Boss gesehen, die Mechaniken, mit 20 anderen Leuten besprochen und Taktiken ausgeknobelt. Taktiken. Aber nachdem das einmal gelegt war und man das dann vielleicht das zweite oder dritte Mal gemacht hat und dann die Taktik saß, nachdem war das scheiße langweilig und eigentlich nur hoffentlich würfel ich heute kein Bullshit. Also ich muss noch sagen, und ich glaube, damit können wir dann auch die Diskussion dann langsam mal beenden. Nee, nee. Nein, doch nicht. Okay. Ich habe deine Sache, okay. Wenn nicht. Das wird halt ein langer Podcast. Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass es alle 2 Wochen in diesem Umfang ein Patch geben würde, Content-Patch, hätte ich ihm damals den Vogel gezeigt und gesagt, das ist so ein krasser Aufwand, allein das ganze Zeugs mal durchzutesten. Du musst es ja Zeugs durchtesten, damit das, sobald es auf dem Server ist, nicht total broken ist. Ich hatte jetzt bis jetzt, waren schon Bugs dabei, durchaus. Aber die waren jetzt nicht Bugs, die jetzt das Spiel total kaputt gemacht haben oder sowas. Es waren so kleinere Sachen, die sie dann auch sehr, sehr schnell in Ordnung gebracht haben. Es sind ja auch, wie viel waren es? 4 Teams, oder? Ich glaube, es sind ja 4 Teams, die... Ja. 4 Teams, ja. 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 Und da guckst du, aber die auch noch untereinander, also die scheinen ja nicht für sich allein zu Die Teams nicht unbedingt untereinander, weil das würde ja auch nicht funktionieren. Die kriegen halt von den, sag ich mal, anderen Bereichen des Unternehmens dann immer Unterstützung. Die haben natürlich die ganzen Designer dann noch an der Hand und hier und da. Aber ja, klar. Natürlich ist es Aufwand, aber das habe ich schon damals gesagt, ich habe Angst, dass es dann vielleicht irgendwann, ob das dann vielleicht die Qualität nachlässt. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt alle Updates scheiße sind, aber es gibt halt Höhen und Tiefen. So ein Bazar der Verwünder hat mich zum Beispiel mehr gecatcht als ein mechanisches Chaos zum Beispiel. Gut, sehr schön, dass du das jetzt gerade anfängst, weil ich habe nämlich meine Kolumne gefunden. wo ich nämlich... Perfect Timing. Das war ja, genau, das war das Thema immer nur Zerg-Events oder nicht. Das war ja meine kleine Kolumne irgendwie, wo ich mich genau zu diesem Thema geäußert habe. Es fühlt sich immer wieder nach demselben Content an. Ich möchte jetzt hier mal ganz kurz zusammenfassen, was wir an Content seit August bekommen haben und wieso er sich absolut nicht gleich anfühlt. Wir fangen an, Bazar der 4 Winde. Sehr, sehr schön. Du hattest ein komplett neues Gebiet mit crazy Jumping-Puzzlen, Rätseln, neuen Aktivitäten. Ich sage hier nur Refugiumsspind, Rülpser, Bluffen. Neue Musik mal. Neue Musik. War auch geil, war bestes Update meiner Meinung nach. Ja, komplett neues Setting und unglaublich gut. Und nichts vor allem, was irgendwie zerglastig war. Mörderische Politik war so eine kleine Ergänzung. Damit einher kamen nochmal 2 Minispiele. Südlicht, meiner Meinung nach, ist immer noch ein geniales Minispiel. Wenn auch manchmal etwas langatmig. Und diese Aspektarena. Und natürlich diese kleine Gruppenmission Kandidatenprüfung. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert. Oh, den habe ich solo gemacht. Gab es da nicht auch noch... Das war nicht mit Mörderische Politik. Das war ein davor, oder? Dieses Mario Kart für Arme. Ja, Refugium-Sprint, so, genau, ja. Oder das geht ja dann her. Dann haben wir als nächsten Patch das Kronjubiläum der Königin. Gut, da gab es unten so ein bisschen im Kreis gefahren, aber oben diese Käfige boten unheimlich intensiven Einzelspieler-Content. Das Aufbildungsturnier. Genau, das war meiner Meinung nach super genial gelungen. Das war cool, auch wenn ich gesagt habe, dabei. Gut, danach kam mechanisches Chaos. Mechanisches Chaos brachte diese komischen Scarlet-Angriffe in den unterschiedlichen Gebieten, die heute immer noch gibt. Keiner mehr spielt. Keiner mehr spielt, meiner Meinung nach. Also ich hatte erst heute, wir waren heute in Fraktalen gewesen und danach, als ich rausging, hat einer in Kartenchat rumgespammt und hat nach Leuten gesucht, die dort hingehen, wo Scarlet sich gerade befindet. Natürlich. Hast du auch keine Motivation, das zu machen. Die ja, Open-World-Scarlet-Angriffe sind meiner Meinung nach inzwischen auch dafür gut als Running-Gag im PvP-Shotcast. Im PvP-Shotcast. Ja. Also mechanisches Chaos. Da werden die auch angezeigt. Überall. Werden auch angezeigt und wir haben grundsätzlich den Running-Gag Scarlet ist hier und hier. Werft alles weg, wir müssen jetzt dahin.
Mechanisches Chaos, vielleicht ein kleiner Fail-Patch, nichtsdestotrotz, während des Events selbst, also während des Patches und auch generell die Idee dahinter, unterschiedliche Gebiete damit ein bisschen attraktiver zu machen, war nicht schlecht. Über die Umsetzung brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht sprechen. Danach hatten wir die Super Adventure Box. Meiner Meinung nach passt das auch in keine der vorherigen Patches vom Gefühl rein. Ist ja auch kein Part der lebendigen Geschichte, würde ich meinen. Doch, weil ja, doch. Die hat auch eine Geschichte. Weil sie hat ja eine eigene Geschichte bekommen. Ja, eine eigene, aber sie ist jetzt nicht Part dieses Scarlet Storybogens. Na gut, okay, nö, das nicht. Und? Es war eine kurze Unterbrechung. Aber es gut, ist halt ja ein Teil dieses Zuge der Content Patches. Aber du würdest ja dich jetzt wahrscheinlich auch beschweren, wenn man jetzt Halloween da auch so in die Scarlet-Geschichte reinzwängen würde. Nee, das wurde doch. Das sind halt so Sonderepisoden, sag ich mal. Das wurde ja irgendwann mal so gesagt. Sie sehen das halt als einen übergreifenden Story-Arc an, die dann so von Episode zu Episode weitergeführt wird, mit dem ein oder anderen Fluff-Piece, was da reinkommt, so der Zwischendurch-Content, wo man weiß, der kommt immer wieder, muss auch, Halloween oder Super Adventure Box. Muss auch mal sein. Ich brauche auch mal eine Pause von Scarlet. Genau, dann kam der Tequattle-Rework/Wordboss-Rework-Patch. Ja, ein Patch meiner Meinung nach, der sich überhaupt mit keinem vorherigen in Zusammenhang bringen lässt. Vielleicht ein wenig zerklassig, aber nichtsdestotrotz meiner Meinung nach einer der besten Patches bisher, weil Tequattle immer noch ein relativ spannender und interessanter Encounter ist und vor allem es immer wieder die Situation gibt, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht, wobei auf Flussufer schaffen wir es, gut, aber auf manchen anderen halt Servern nicht. Setzen über Rocks halt. Ja, also, er hat auch eine Einbindung in eine lebendige Geschichte, die auch noch später ein bisschen ausgeführt werden soll. Dann hatten wir Zwischenfall im Zwielicht, Rework im Dungeon. Auch wieder nicht. Niemand kann mir sagen, dass er bei einem Rework im Dungeon sich genauso fühlt wie im Kronjubiläum oder in du warst ja jetzt auch im Basar der vier Winde. Du hast jetzt auch beim Kronjubiläum angefangen. Davor hatten wir natürlich noch die Flamme- und Frostreihe und den Ätherklingen-Patch. Was ja, gut, ja aber die, weil das sind ja die beiden Sachen, wo viele Leute sagen, das ist genau wie damals. Flamme und Frost ist halt ist wie Flamme und Frost, weil Flamme und Frost hat 2 Monate gebraucht und die ersten 2 Wochen konnte bestanden aus 15 Schilder aufstellen. Ja, natürlich. Das darfst du nicht in Konkurrenz setzen. Ja, da haben übrigens alle vier Teams an einem Patch gearbeitet, an einem Teil dieses war die Hölle. War das dann die Phase, wo die beiden Maps, Wanderer Hügel und Jessa Plateau, von diesen Portal-Events überflutet wurden? Und das hattest du auch dann mit den Ätherklingen, dass die in verschiedenen Gebieten aufgetaucht sind und dann diese Hologramm-Events. Das ist halt das, was viele Spieler sagen, das hatten wir schon mal, dieses in einem Gebiet sind Gegner und die müssen wir umhauen. Das ist das, was viele Leute meinen, das spielt sich gleich. Aber viele Leute, die spielen seitdem gar nicht mehr, / die haben später angefangen. Oder ja gut, ich kann ihnen schon das recht damit geben. Wir haben ja zum Beispiel auch, ich habe mir im vorletzten Patch die Stelle gehabt, wo man die Obsidian-Scherben da untersuchen sollte. Und diese Suchdinge hat man jetzt schon mehrmals gehabt. Man hat bei Tequattle das mit dem Zähnen gehabt. Man hatte auf der Südlichbucht das mit dem Pflanzen untersuchen ganz, gehabt. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt nach Parallelen suchen, dann kann ich dir sagen, dass ich jedes Add-on wie das vorherige gespielt habe, weil jedes Add-on hat einen Dungeon, jedes Add-on hat einen Raid und jedes Add-on hat eine Quest, wo du 8 Gegenstände suchen musst. Also, ich gebe WoW keinen Fakten von daher. Das stimmt eventuell. Aber wenn du halt nach solchen kleinen Parallelen suchst, dann suchst du, das findest du in jedem Spiel. Aber es war halt für mich so wirklich so einfach Item austauschen und dann geht das nochmal. So, ich meine, das so kann man meinetwegen machen. Man kann es ja meinetwegen machen, wenn die Belohnung stimmt, aber das tut es halt einfach nicht. Man macht es einfach nur noch aus Zwang, so nach dem Motto, ich will jetzt die Erfolge machen. Warum? Weil ich sonst nichts anderes machen kann in Guild Wars 2. Das ist halt irgendwie, hat diese jetzt das Wort, kein Wort, aber hat diesen Trab. Für die Erfolge? Ja, zum läuft Beispiel halt 10 Stellen ab. Überleg mal, ich schau dir mal Stellen absuchen, töte so viele Gegner, mach so viele Events auf so vielen Karten. Halt, das in der Weise ähneln sich ja manche Patches. Da gar nicht alle, aber manche halt. Und da bin ich halt genauso der Spielertyp, der sagt, Erfolgspunkte, I don't give a fuck. Ich mache, was auch immer mich gerade irgendwie belustigt an einem Patch. Ich muss auch ehrlich sagen, also die Erfolgspunkte sind für mich auch schon oft ein Ziel, wo ich hinarbeiten will. Wozu es übrigens noch ein Guide diese Woche geben wird, hoffentlich. Morgen. Ich meine, die Erfolgspunkte sind ja morgen. Ja.
Die Erfolgspunkte sind ja eine Weise, um zu zeigen, was man gemacht hat im Spiel. Bei anderen Spielen hast du jetzt diese wieder angesprochene Item-Treadmill, wo du dann zeigen kannst, ich habe das fette Equipment, ich habe was gemacht. Und hier hat man halt diesen Zahlenwert so, ich habe viele Erfolgspunkte, ich habe was gemacht. Das brauchen halt Spieler, die wollen sich Ja, abheben, aber die cool wollen. aussehendes Equipment, ich habe was gemacht, gibt es ja trotzdem. Eben, Und da ist aber eigentlich auch ganz gut wenn das du dir Gute daran. manche geilen Rüstungen, manche geilen Waffen. Ich will immer noch diesen Bogen, vor dem die Federn zu Boden rieseln. Ich Meine sehe aus wie ein Fresse, man lässt mich immer dreckiger noch sabbern. Eckenpenner im PvE und das spiegelt auch so ziemlich meine Leistung im PvE wieder. Ja, aber halt, es sind halt jedes Spiel hat so etwas, mit dem sich Spieler quasi, mit dem sie angeben wollen. Jeder Ja. Spieler will mit irgendwas angeben. Das jetzt mit dem PvP, Rang oder mit einem Erfolgspunkte Konto. Ich glaube, wir verlieren uns jetzt hier so ein bisschen Ja, in dieser wir Diskussion, sollten die lebendige Welt. Diskussion nach hinten verschieben auf den 12-Stunden-Spielen Ja, wollte ich auch schon sagen. Das war Ja, so ein Fazit. Weil dahin gehört es 24, eigentlich. 72 Stunden? Okay. Halt, 72 so ein Stunden, ja. Fazit kann man erst am Okay. Ende des Jahres ziehen. Wir springen mal ein bisschen weiter im Thema. Wenn ihr da draußen noch eine Meinung zur lebendigen Geschichte habt, das haben bestimmt einige von euch. Ich hole die Geek News, diskutiert News auf jeden Fall morgen nochmal nach oben, sodass ihr da direkt reinschreiben könnt. Und lasst die Abstimmung auch weiterhin offen, sodass wir das auf jeden Fall noch ein bisschen weiterführen können. In diesem Zuge wurden wir übrigens übers Talkboard gefragt, ob wir das im Podcast nochmal ein bisschen aufarbeiten. Ich glaube, das haben wir gerade getan. Und auf der anderen Seite, ob wir einen speziellen Draht zu ArenaNet haben und dementsprechend Feedback weiterleitet, das können wir durchaus machen, ja. Wir haben einen Wenn guten Draht zu wir ArenaNet. in bestimmten Bereichen irgendwie starke Tendenzen so von der gesamten Genau. Community sehen, dann geben wir das auf jeden Fall weiter, Ganz genau. Das wollte ich in dem Moment auch gerade sagen. Danke. ja. Ja, gut. Gut. Ich bin nochmal ganz kurz auf ab. Alles klar. Das nächste Thema ist sowieso nichts für dich, sondern eher für Dozi, wobei er müsste Bilder zeigen. Deshalb sprechen wir erstmal übers WVW und fangen erstmal an mit der vierten Woche in Zahlen. Denn wir befinden uns mit der. Achso, Nee, nee, die vierten vierte. Woche der Die Zahlen, vierte Woche ist genau. vorbei, die fünfte Woche läuft gerade. Ja, der Warnet hast mir nicht verlinkt. Schäm dich. Und Was? zwar geht es, möchte ich ja mal ganz kurz über die Ranglisten sprechen, wir sind mit Duzi. Du kannst ein bisschen was zu den Ranglisten sagen. Es fällt ja doch auf, dass ein Server eine Liga persönlich immer sehr, sehr hart dominiert, oder? In jeder Liga so. Du hast es in der Silberliga, du hast es in der Bronzeliga, du hast es in der Goldliga. Warte mal, ich muss kurz mal nachgucken, ob es auch in Amiland so ist. Ja, es ist auch im Amiland genau das gleiche Bild. Du hast auch da in der Goldliga einen, der alle dominiert. Du hast in der Silberliga einen, der alle dominiert. Und auch dort in der Bronzeliga einen, der alle dominiert. Das ist in jeder Liga aktuell so. Traurig, aber ist so. Ja, Ansonsten, was wolltest du fragen? ja, was ich noch so ein bisschen sehe, sind so die unteren Punkte einer Liga. Das ist ja zumindest in der Goldliga noch relativ ausgeglichen, wenn auch traurigerweise ein bisschen sehr, sehr hart dominiert von den deutschen Servern. Nach unten hin allerdings irgendwie klafft so ein bisschen der Abstand zwischen Mitte und Ende des Servers. Ich spiele speziell auf Unterwerte Wabi an. Der ist ja dann doch relativ groß. Ja. Wir haben auch im aktuellen Season Talk haben wir auch gesagt, wir hoffen noch, dass diese beiden zumindest einen Punkt bekommen. So nach dem Motto, dabei sein ist alles. Also zumindest mal einen Punkt, also einen Einmal den zweiten Platz, zweiten ja. Platz belegen. Weil das demotiviert halt einen schon sehr stark und ich glaube auch Unterwelt hat das schon so stark jetzt auch demotiviert, dass Ackersee locker Unterwelt. Oh Mann, ihr habt mich alle verwirrt. Warum? Mann. Ach, ich werde von irgendwelchen Leuten ständig in Skype angeschrieben. Ignorier's. Niemals Nein. auf Skype reagieren während des Podcasts. Ja. Warum? Jetzt bin ich raus. Ja, genau. Ich könnte mir nämlich zum Beispiel gut vorstellen, dass Unterwelt so demotiviert ist, dass Trakasee, der momentan Erster in der Bronzeliga ist, locker über Unterwelt siegen würde. Ganz, ganz guter Punkt. Da wird es dann auch spannend, weil sich das Ganze zur nächsten Season verschieben wird und auch was die Preseason da so ein bisschen auslöst, ne? Da gibt es ja auch noch mal
Es ist überhaupt die Frage, wann halt die nächste Season kommt. Also ich persönlich vermute, dass es nach dem Release von der neuen WVW-Map so weit sein wird, weil alles andere würde für mich keinen Sinn machen. Boah, überhaupt. Und das ist ein guter Punkt, ja. Ich wollte schon weiterspringen, so ein bisschen im Thema. Wenn du noch was hast. Okay. Also, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr euch den Season Talk anhören. Das ist eigentlich das, worauf ich zwischendurch schon hinaus wollte. dann, wo wir beim Thema neue Map waren, wollte ich den fließenden Übergang zur GVG-Arena bekommen. Da konnten jetzt die ersten Spieler schon auf dem PTR zum... Das heißt übrigens wirklich, glaube ich, auch PTR in 2, so wie es WoW ist. Konnten darauf schon zugreifen und sich die neue Map Edge of the Mist anschauen, aber die meisten Leute, die die Chance dazu hatten, haben nicht wirklich über die Map berichtet, sondern über das Obsidian-Refugium und die neue GVG-Arena dort. Domi, schmeiß mir so im Hintergrund das Video an ohne Ton und Dozi, erzähl uns ein bisschen was dazu und viel zu erzählen gibt es eigentlich gar nicht. Die Bilder sprechen eigentlich für sich. Es ist eine Arena, sie ist rund, sie ist schön geschmückt mit Fackeln und Statuen. Und mehr kann man bis jetzt nicht sagen, bevor das erste GVG nicht dort drin losgelegt ist. Was denkst du? Wurde das aufgenommen auf Reddit vor allem? Ich habe das nicht so ganz durchgelesen. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Ich selber nehme stark an, das wird der heilige Gral für alle GVGler aktuell sein. Weil es gibt ja dann eben kein Blutgier mehr in Obsidian Refugium. Und diese Arena, und das sind natürlich perfekte Voraussetzungen, um jetzt noch GVG zu betreiben. Vor allem, sie werden keinen nerven. Und die Leute müssen ja auch nicht mehr den Umweg über die ewigen Schlachtfelder machen, sondern können ja direkt auf die Map gehen über das WVW-Menü, was man mit der Taste B aufruft. Ja, damit glaube ich, die Arena da auch ganz schön im Bild gesehen irgendwie. Ja, das einzige Zuschauerring für den, Leute, was sie vielleicht sehen könnte, ist, dass in einigen GVGs wurden dann auch Belagerungswaffen gestellt und das wird dann natürlich nicht mehr möglich sein. Ja gut, aber ich glaube, das wurde nicht in den Anführungszeichen richtigen GVGs so gemacht. Also ich habe in GVG-Mitschnitte gesehen, wo das so getrieben worden ist. Ich weiß, es gibt halt keine wirklichen Regeln, was ich bis jetzt gesehen habe. Übrigens der Punkt, wo er da gerade oben auf dieser Plattform stand, finde ich mega nice zu kommentieren sowas wäre das ganz cool. Nee, passt schon. Oh. Immer ein Punkt, wo man, glaube ich, ganz gut auch irgendwie einen Shoutcast von oben auf die Situation runter machen könnte. Ja, also für Zuschauer bietet es auf jeden Fall auch drauf. Die Übersicht. Das wird häufig kommen. Übersicht. Ja, das wird in Zukunft häufiger kommen. Mitschnitte und Shoutcasts in die Richtung werden durchaus kommen. Also du hast ja wirklich einen Bereich, wo du keinen ärgern, stören wirst, weil er WVW spielen will. Du hast eben wirklich diesen Konflikt GVG, WVW überhaupt nicht mehr. Ja. Aber, muss man eigentlich sagen, ist eine sehr schöne Lösung. Ja, und nicht mal eine groß aufwendige, wenn man sich das anschaut. Einfach mal schnell ins Jumping-Puzzle geschoben, so eine Arena. Also dafür, dass es nicht mehr so groß aufwendig ist, die Lösung, finde ich sie doch eigentlich sehr schön geschmückt. Also kann man nicht viel gegen sagen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, in unserer News ist das Video verlinkt und es sind ein paar Screenshots zur Arena drin. Da seht ihr alles Wichtige. Gut. Danke an Bock Otter für dieses schöne Video. Ich setze mich dann auf diese eine Plattform und mache einen auf Cäsar. Daumen runter. Finde ich gut. Okay, dann sind wir auch durch mit dem WVW-Themen. Diese Woche natürlich etwas mager, weil ja nicht so viel neuer Inhalt auch während der Season kommen soll. Das PvP dafür zumindest diese Woche ein bisschen intensiver, Domi. ESL Weekly Cup. Letzte Woche. Spaß für dich. Vor über 115 Viewern. Endlich mal wieder, ne? Wie viel hast du hier? 117 oder 16 hatten wir, glaube ich, im Peak. 116 im Peak. 116 im Peak, okay. Ja. Nicht schlecht. Und das hat sich gelohnt. Ja, das hat auf jeden Fall gebockt, auch wenn wir sehr oft sagen, komm, wir würden auch für 5 Leute casten. Und man muss einfach sagen, man ist ein bisschen mehr in der Sache drin, wenn man da auch so irgendwas um die 100 Zuschauer hat. Das bringt einen selbst noch ein bisschen mehr in die Stimmung. Und
Es hat unglaublichen Spaß gemacht, dann auch mit der ganzen Interaktion. Dann hat sich das auch endlich mal ein bisschen gelohnt, dass wir da eine Umfrage gemacht haben, wer da als nächstes gewinnen wird. Und Da haben 40 Leute, die haben 50 Leute daran teilgenommen. Ja, das ja, ist echt mal eine aussagekräftige Umfrage gewesen. Nicht endlich nur so mal. sieben an der Umfrage teilgenommen haben, da kann man natürlich viel draus Ja. schließen Ja, und wir haben ja auch da, auch wenn einfach das Gesamte, was wir dann gesehen haben, eigentlich jedes Game war ziemlich interessant. Ich weiß nicht, hatten wir eins? Ich meine, wir hatten eins, das war sehr irgendwie. Cheesemode ging. deutlich. Cheesemode gegen Eclipse, glaube ich, das Halbfinale, Echt? wovon wir auch nur War das zweite Match casten durften, das glaube nicht ich. Classic Fantastic gegen Who Gets Carried Hard? Nee, Welches? stimmt, Plastic Ja. gegen Who Gets Carried Hard, ja, genau. Cheesemode gegen Eclipse war, glaube ich, noch einigermaßen schön. Ja, Aber stimmt, die Plastic, ja. Finale war auch ein super Match. Also letztendlich hat es sich jetzt hier Cheese Mode nochmal geholt, ne? Ja, das mache ich jetzt nicht falsch. So langsam Cheese Mode und Who Gets Carried Hard haben wir jetzt schon so oft da drin gehabt, dass es teilweise schwierig den Überblick zu halten. Die setzen sich da doch durch. Aber man muss einfach sagen, wir haben darüber so geschwärmt, Alex und ich. Das Viertelfinale, welches wir uns ausgesucht haben, von denen, die da angeboten waren, wir haben uns Trolling for Zucker. Life gegen Plastic Fantastic ausgesucht und meine Herren, das ist wirklich mal anschauen wert. Ich gebe ja immer so ein bisschen die Empfehlung, wenn ihr nicht viel Zeit habt, was solltet ihr euch angucken? Finale war schön und gut, Halbfinale, ja, aber letztendlich scheiß drauf. Schaut euch das Viertelfinale an. Trolling for Life gegen Plastic Fantastic. Wunderbares Match. Das ist wirklich Feinschmecker-Match. Es war also das erste Match ist ein bisschen blöd gelaufen für TFL, aber im zweiten und dritten Match haben sie das so wieder so ein bisschen wettgemacht durch einfach diese hammergeilen Plays. Ja. Lustigerweise oder praktischerweise habe ich dieses Video auch direkt zu einem Gem-Giveaway-Video erklärt. Ohoho. Das heißt, wenn ihr euch es anschaut oder wenn ihr es euch anschaut, ja, habt ihr gleichzeitig auch noch die Chance, wenn ihr mal eben kurz das Daumen drauf Knöpfchen drückt und dazu noch einen netten Kommentar da lasst. Keine Ahnung, ich habe gestern Abend Pupu gemacht oder was auch immer. Es ist eigentlich total egal, was ihr da drunter setzt. Hauptsache, ihr schreibt irgendwas drunter. Warte, Und dann habt ihr die Chance an das werde ich dem rausschneiden Gem. aus dem Mitschnitt und das komplett außerhalb des Kontexts nehmen. Okay, kein Problem. Das Also, kommt ins neue ihr müsst nur Intro. Ja, das kommt ins neue Intro, irgendeinen bitte. Kommentar drunter setzen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Dabei Jesus. ist es total irrelevant, was es ist. Match Gut. lohnt sich. Also, das anzuschauen lohnt sich Wie, in und wie jedem filtert Fall. man dann die Leute raus, die wirklich an dem Gewinnspiel teilnehmen, gegenüber denen, die vielleicht wirklich einfach einen sinnvollen Comment reinlassen wollen? Ich glaube, Leute, die einen sinnvollen Kommentar lassen, werden auch sich den Text durchgelesen haben, den Titel durchgelesen haben oder von selbst darauf schließen, dass wer 1000 Leute drunter schreiben will, gewinnen, sie automatisch auch daran teilnehmen. Und wenn sie nicht daran teilnehmen wollten und trotzdem gewinnen, dann haben sie doppelt so viel Spaß. Ich glaube, niemand wird sagen, ich will keine 800 Gems. Das Video, unter das ihr da was schreiben müsst, ist ESL Weekly Cup Nummer 5 Trolling for Life gegen Plastic Fantastic. Und übrigens, Ihr findet dazu auch eine News ja, auf Geek News, immer wieder der Hinweis mit dem genau. Giveaway. Also schaut einfach, du hast das in der ESL Weekly Playlist drin, ne? Ich habe das in der ESL Weekly Cup Genau. Playlist drin, ja, genau. Da Schaut ist das einfach in die aktuelle ESL. Video mit dem Giveaway, hat immer hinten den Zusatz Plus Gem Giveaway Richtig. Und dran. wirklich bei der Chance, schaut euch das an. Die Spiele sind wunderbar. Beim ersten leider die Disconnects. Das war natürlich ein bisschen unglücklich, aber trotzdem noch geiles Spiel, nachdem sie dann wieder drin waren. Das war wirklich brillant. Und die anderen Spiele sind halt boah, unglaublich genial. Schaut es euch an. Wunderbare Sachen, die wir da gesehen haben. Und das ist auf jeden Fall die 52 Minuten, die es dann sind, wert. Ganz, also absolut, absolut. Dann nochmal der Hinweis an dieser Stelle auch. Donnerstag, also aka morgen, ja, für die, die jetzt live dabei sind, findet der sechste Weekly Cup statt. Da verlosen wir wieder alle 50 Viewer live Gems an euch. Das heißt, bei 100 Viewern habt ihr zweimal die Chance auf 800 Gems, bei 200 Viewern sogar viermal die Chance auf 800 Gems und nochmal ein Bonus 2000 Gems. Also sollten wir jemals die 200 Viewer knacken, dann schmeißen wir euch mit Gems. Ja, das ist ein Versprechen, eine Drohung, nennt es wie ihr wollt. Aber ihr kriegt auf jeden Fall Gems ohne Ende. Deswegen sagt euren Freunden schon mal Bescheid. Viele Teams sind schon mit dabei, namhafte Teams. Eclipse ist mit dabei, Enro Griffins, Who Gets Carried Hard, Definitely Not Guild News.
Bestes Team der Welt. So mal eben sagen, kurz damit runtergeschoben. Ja, genau, mal kurz mit runtergeschoben. Cheese Mode und Plastic Fantastic sind noch nicht in der offiziellen Teilnehmerliste, zumindest noch gestern Abend gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden auch wieder teilnehmen werden, weil die bisher nahezu immer teilgenommen haben. Und die Spiele lohnen sich einfach. Ja, ihr kriegt einen schönen deutschen Shoutcast mit vielen, vielen Infos, mit Gems und mit viel, viel Spaß vor allem. Und ich sehe gerade, Cheese Mode hat inzwischen auch angegeben, dass sie dabei sind. Schön. Also perfekt. Die Finalisten des letzten Spiels, des letzten Turniers sind schon mal mit dabei. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich das richtig verstehe, aber wenn ich es richtig verstehe, ist das hier von It's Showtime 88 genau die richtige Einstellung. Ich sage Bescheid, aber nicht wegen den Gems. Für mich persönlich würde mich das am besten freuen, wenn das einfach ein Bonus dabei ist, wenn man da fehlt und vielleicht noch ein bisschen Ansporn, aber PvP soll natürlich im Vordergrund stehen. Wir hatten bei dem ESL Weekly Cup an sich sehr gut Erfolg damit, dass die Leute wirklich auch einfach am PvP interessiert waren, was mich natürlich unglaublich freut. Abgesehen von einmal 10 Minuten in den dreieinhalb Stunden, die wir da gecastet haben, gab es einmal 10 Minuten irgendwie so 20, 30 Leute, die grundsätzlich nur Games. Nein, das war beim Apples and Access Tournament. Echt? Ja, da war das den ganzen Sonntag über Games. Aber nicht die ganze Zeit, das war nur mal eine kurze Periode, wo nur Games war. Ja, weil sie die 50 Viewer-Marke geknackt haben. Stimmt. Beim Apples and Access, ja, weil wir die 50 Viewer geknackt haben, aber das Giveaway noch nicht gemacht haben. Deswegen sind die so durchgezickt. Ja, und im Ernst, wirklich, denkt, es kann irgendjemand dämlich genug sein, zu denken, dass wir mitten im Commentating dann einfach sagen, ja, okay, 50 Viewer, 50 stopp. Wurden geknackt, fuck den Shit hier. Wir machen jetzt das Game Giveaway. Wirklich, wirklich, ihr verdient es dann nicht. Solche Leute müssen eigentlich ausgeschlossen werden, aber naja, so sind wir ja leider nicht, oder so ist Alex nicht. Hätte ich irgendwas wollte gerade sagen, so will ich nicht. So. Ja, also übrigens dazu auch nochmal der kleine Hinweis, wir haben auf YouTube jetzt auch so ein Highlight-Video aus vom ESL Weekly Cup, das heißt, wenn ihr euch bisher noch keinen davon angeschaut habt, schaut euch das Highlight-Video an, das ist zurzeit, glaube ich, Kanal-Trailer, und wenn ihr Freunde habt, die sich nicht so ganz zum PvP überzeugen lassen, zeigt denen auch das Highlight-Video. Kann nur gut tun, der gesamten Community. Wo wir gerade übrigens dabei waren, Apples and Access Tournament, ein unglaublich geiles Turnier, man hätte sich eigentlich den Viertelfinaltag so ein bisschen im Shoutcast schenken können. Aber ja, ab dem Halbfinale war das aber ein unglaublich geiles Turnier, oder? Da waren auch Matches. Irgendwie die Matches, die werden jetzt nur noch geiler und geiler und geiler. Wir kommen also so langsam wirklich in die Richtung, wo es halt sehr viele Teams gibt, die vom Skill her dann an einer Grenze sind, wo die dann aufeinandertreffen und wirklich diese unglaublich coolen, knappen Matches kommen, die man einfach sehen will. Am Anfang war das natürlich, das ist klar, dann gibt es anfangs noch die größeren Unterschiede im Skill-Level von den einzelnen Teams. Und dann, auch wenn man dann schöne Plays sieht, sind die Matches an sich halt nicht so unglaublich interessant. Aber jetzt, Apples and Access Tournament, der 5. ESL Weekly Cup, grandiose Spiele, muss man einfach sagen. Besonders beim Apples and Axes Tournament, glaube ich, war das Spiel Good Fights gegen Brave New World, oder? Das hab ich, glaube ich, als extrem geiles Halbfinale in Erinnerung. Warte mal. War das Good Fights gegen Brave New World? Ich glaube schon, ja. Das Brave New World mehrfach geführt hat und irgendwie zum Herzschlagfinale kam es dann irgendwie. Das war die Szene, an der ich persönlich Brave New World total unterschätzt hatte. Ja, mein Highlight, ich glaube, da war auch dieser Lord Rush von Good Fights, oder? Mit dabei auf Vorfire? Wir hatten ein paar Lord Rushes und auch einige, die daneben gegangen sind, lustigerweise. Ja, auch einige, stimmt, einige, die daneben gegangen sind, ja. Ja, aber war und vor allem bei dem Apples and Access Tournament sieht man einfach mal wieder, dass das amerikanische PvP-Meta teilweise so weit entfernt ist. Das war schon sehr cool. Wo war nochmal Five Gouge? Wo hat der gespielt? Five Gouge hat bei Good Fights. Ja, den einen schönen, ich meine, hatte er nee, gar nicht. Er war HGH-NG, soweit ich mich richtig erinnern kann. Ja, also Five Gorge ist Good Fights und HGH-NG, ja. Das war auch allein, so sieht man im EU-Meter überhaupt nicht, aber es hat geklappt. Er hat da teilweise so viel Damage mit auf den gedownten Spielern gemacht.
Das war wirklich beeindruckend. Und dann gibt es natürlich auch wieder Sachen, die klappen überhaupt nicht. Wie zum Beispiel der ein oder andere Guardian sich dann einfach in Situationen begeben hat, wo er im Bunker hätte sein sollen, aber einfach DPS war. Da klappt es, aber obwohl DPS-Guardians klappen auch. Das muss man sagen. Die haben hier und da ihren Platz. Wir haben durchaus irgendwo eine Daseinsberechtigung. Oh, hast du Dann das hatten wir. wunderbar formuliert. Ja, ich wollte es mal nicht übertreiben, ne? Ja, dann hatten wir noch ein kleines PvP-Community-Event, das sich übrigens auch, glaube ich, so unheimlich verselbstständigt hat in den letzten Tagen. Definitely Not Guild News. Sehr, sehr schönes Event, meiner Meinung nach, wo wir aus unserer Community ein paar Jungs gecastet haben. Und dann gegeneinander an, Partner gegeneinander an und haben ein unglaublich schönes, also wir hatten Best of Seven angesetzt und ich dachte mir so, hey, mal schauen, damit füllen wir vielleicht so, so 2 Stündchen, wenn es hochkommt. Sie mussten das Best of Seven dann auch wirklich komplett auf 7 Games ausspielen, ja. Allein das war schon mega nice. Und das letzte Game hat sich fast angefühlt wie kompetitives PvP, muss ich sagen. Wir haben da vor allem verschiedene Techniken angewendet, so ein bisschen angewandt, um so ein bisschen mit den Leuten zu hantieren. Wir haben am Anfang die Games uns angeschaut, wir sind zwischendurch auch in deren TS-Channel gegangen, haben während der Matches dann quasi ihren TS-Channel gestreamt, so ein bisschen zu zeigen, wie die Teams untereinander agieren und wie sie sich verhalten und wer die Ansagen und so weiter macht. Und dann daraus uns so eine kleine Meinung gebildet, welche Teams in kompetitiven, welche Spieler sich in einem kompetitiven Ja, durchsetzen können und du welche brichst nicht. zwischendurch immer mal wieder ab. Hast du irgendwie dein Voice Activation zu hoch oder so? Warte, ich teste. Aussetzer von Sputti. Ja. Ganz Ja, ich habe es noch ein normal. bisschen runtergesetzt. Okay. So zur Vorsicht. Also eine Sache, die man dann noch sagen kann, ist, dass auch wenn wir da nicht PvP auf dem höchsten Level gesehen haben, was natürlich zu erwarten war, da ein paar doch einigermaßen Anfänger im PvP dabei waren, muss man sagen, die Teams, der werte Herr Sputti hat so einen guten Job dabei gemacht, die Teams zu unterteilen, dass sie so gleichwertig waren, dass wir wirklich, auch wenn es nicht das höchste am PvP-Skill jeweils war, doch so spannende Matches hatten. Und mein Lieblingsmatch war das zweite Niflhell, war das, glaube ich. Denn beim zweiten Niflhell hatten wir dann erst komplette Dominanz vom blauen Team, dann in letzter Sekunde noch, das war, glaube ich, das blaue Team, wenn ich mich richtig erinnere. In letzter Sekunde haben sie es dann noch irgendwie geschafft mit einem Triple Decap und dann 2 Punkte davon gecapped, dann nur noch ein, dann doch noch den Triple Decap, dann tickten noch ein paar Punkte dazu, dann haben jetzt endlich nur noch irgendwie zwei Stomps oder so da gefehlt und dann ging es noch auf einen doppelten Creature Kill von beiden Seiten, wo wir jeweils auf der einen Seite hatten wir beide Teams, die sich da um den Last Hit gekämpft haben und auf der anderen Seite hatten wir einen Solo-Versuch. Also das war so knapp und ich habe noch genau das Bild im Kopf wie Sputti. Ich hatte dann natürlich die Webcam nicht eingeblendet, weil wir mitten im Game waren, aber ich kann Sputti dann noch immer auf seiner Webcam sehen und er hat halt wirklich auf seinem T-Shirt rumgekaut. Da Oh ja, ich erinnere mich auch noch dran. Und ich saß da hier so, oh fuck, ich will irgendwas, ich will jetzt eigentlich schreien und kommentaten und sagen, was gerade abgeht, aber ich konnte dann nur zeigen und hing dann so richtig das Kommentaten verkneifen in der Situation. Das war wunderschön. So eine Situation kann man sich wirklich in dem besten Tourney nur wünschen als Showcaster. Das Ja, war da glorreich. ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich muss sagen, unser Team. Wir haben da, glaube ich, auch meiner Meinung nach genau die richtigen Leute gecastet. Denn es ist wirklich so, dass unser Team sich sehr, sehr positiv entwickelt gerade. Die haben angefangen, so ein bisschen unter sich Team-Q zu spielen. Die haben angefangen, also wirklich so ein kleines Team draus zu formen. Sie haben ein bisschen mit Sam von MIM gespielt, sich ein paar Tipps von ihm geben lassen. Sie haben mit uns ein paar Mal gequeued, was auch ganz, ganz nice war. Einfach, weil ich ja auch kein Team habe, weswegen ich es immer persönlich sehr, sehr schön finde, mit anderen Leuten zusammenspielen zu können. Und ihre Kommunikation hat sich halt so geändert. Ja. Von am ersten Tag, ungelogen, wir haben das jetzt so in den Aufnahmen, hier kommen 4 Leute zu meinem Close Point. Ach, nee, das ist ein Spirit Ranger mit Geistern, glaube ich.
Hinzu, ja. Ink am Close, zwei Leute, braucht einen, der zur Hilfe kommt. Jo, auf dem Weg. Ja, oh, ich bin gleich da. Ja, ich bin da. Shadow Refuge, nicht attacken. Ja, und ja. Ich weiß das noch, wie ich halt ganz groß in der, wie ich ganz groß in der Kommunikation kritisiert habe, dass einfach nicht gesagt wurde, wenn man selbst im Downstate war, dass nicht vernünftig angesagt wurde, wer den Finish ansetzt, dass nicht gedamaged wurde auf die Ziele. Wir hatten keine Map-Awareness, wo die Spieler sind an sich dann in den Teams, sondern die Grundkoordination von ihr kommt dahin und ich komme dahin, das lief so gerade eben. Hinzu wirklich, dass alles angesagt wird in jeder Situation und auch gute Koordination in dem Fall, die haben wirklich einen schnellen Fortschritt, besonders in der Teamkommunikation gemacht. Und man muss auch einfach sagen, die haben sich ja auch einmal schon direkt am Anfang dann so ein bisschen gegen die Großen versucht. Da gab es ja das Scrimmage. Ich habe sie so ein bisschen dazu gezwungen, muss ich sagen. Der werte Sputti hat dann Scrimmage mit Trolling for Life organisiert. wie lief das so? Ja, das, man muss auch sagen, das war sehr, sehr an den Anfängen dieses Teams. Es lief nicht so. Also wir haben auf die Mütze bekommen. 500 zu 116 und 500 zu 0. Auf Legacy, ich glaube, das zu 0. Ja, ne? ich glaub, das zu 0 hat ihnen richtig, richtig wehgetan. Ja, aber man muss halt sagen, das war wirklich noch in, da waren die gerade zusammengewürfelt. Und jetzt haben die schon ordentlich weiter zusammengespielt und haben auch wirklich den Ehrgeiz, sich da immer wieder ranzusetzen und einfach abends ein paar Team-Cues zu machen und mit Sam vor allem zu trainieren. Niemand wird es je sehen, hat Spaller gerade geschrieben. Okay, kein Problem, wir kommen damit klar. Aber nee, also ich finde es schön, wie das Team gelaufen ist. Und gleichzeitig haben wir nach dem Event über den Mitschnitt und auch so per Mail und so weiter unheimlich viele Anfragen bekommen, ob wir sowas nochmal machen wollen. Und da kann ich schon mal vorweg sagen, wir haben... Wo waren die, als wir am Anfang Probleme hatten, Leute ranzukriegen? Ja. Ungelogen, es sind 11 Leute, die sich jetzt bei mir gemeldet haben, über E-Mail, Mitschnitt oder sonst was, die gerne bei diesem Event teilgenommen hätten, aber an diesem Tag nicht konnten oder an diesem Tag selbst. Also können wir so ein Event nochmal veranstalten und wir werden auch noch ganz, ganz viele andere Events veranstalten. Ein neues Team aufbauen. Nee, neues Team nicht unbedingt, aber wir werden andere PvP-Events machen, worüber sich die Leute auch so ein bisschen kennenlernen können. Ein Turnier, wo man sich quasi solo für anmeldet und dann mit anderen Leuten, Sputti puncht da die Leute zusammen, sodass wieder Epic-Team-Kombos dabei rauskommen, bis hin zu fest angemeldeten Turnieren, wo dann feste Fünfer-Teams dran teilnehmen können und so weiter. Vor allem ein bisschen angepasste Spielmodi, ja, nicht dieses Standard 5 gegen 5 Ketten. Das könnt ihr gerne zum Beispiel in der ESL spielen. Ich habe so oft gehört von Teams. Forest of Niflhel. Battle of Niflhel. King of the Niflhel. King of the Niflhel, genau. Lass uns doch einfach mal ein bisschen was versuchen. Ich find das ganz gut, mal was zu riskieren. Da habe ich kein Problem, aber wie du dich feierst für diesen fucking Namen-Gedanken. Das. Ja, ich find den Namen King of the Niflhel mega geil, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht so zwingend reden. Ich wollte eigentlich nur allgemein sagen, dass wir weitere Events in diesem Bereich planen. Gut. Und das soll es dann auch jetzt erstmal gewesen sein, glaube ich, für heute. Domi, mach mal hin. Mach mal das Ende. Hey, Social Network aus Huren. Wunderbar. Jawohl. Also, pack das Ende. Geht auf GetNews. Ah, du bist wieder in deiner Ecke. Geht auf getnews.de, gebe jetzt mal Informationen, Guides, News, rundrum, Community, was auch immer. Alles haben wir da. facebook.com/getnews.de, wenn ihr die ganzen Infos da auch auf eurer Timeline haben wollt. Wenn ihr wirklich alles mitbekommen wollt, dann kann ich euch nur Twitter empfehlen, @getnews.de. Da bekommt ihr alles mit. Shit. Da bekommt ihr alles mit. Teilweise ist es nicht möglich, wirklich dann die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, hey, guck mal, wir haben plötzlich ein russisches Turnier gefunden, das da so plötzlich aufgetaucht ist. Das gibt es dann auf Twitter, auf Facebook nicht unbedingt. Es interessiert sich immer noch keiner für Google Plus. Inzwischen haben die meisten eher einen Hass gegenüber Google Plus aufgebaut, weil sie YouTube versauen. Aber gerade deswegen wird auch Google Plus jetzt cooler. Ja, nee, hoffentlich nicht. Nein, Bullshit. Eigentlich nicht. Bullshit. Genau, das war genug Bullshit. Wie immer der Satz, wenn ihr das jetzt gerade im VOD anguckt, dann schaut nächsten Mittwoch um 20 Uhr auf twitch.tv/getnews vorbei. Da könnt ihr das ganze Spektakel live erleben und uns im Chat loben, kritisieren, irritieren.
Ja. Nee, ihr zwei mehr andere Worte eigentlich dann nicht mit Eigentlich einbringen nur will. loben. Hör eigentlich auf, diesen Podcast loben. Doch mehr in die Länge zu ziehen, Dobby. Oh, eigentlich, also ich könnte jetzt kurzen, theoretisch noch eine halbe Stunde nur loben, kritisieren wollen wir nicht. Nur genau. loben. Das war's auch. Sonst, wenn ihr was verpasst habt, schaut im Wort auf dem YouTube-Kanal, den findet ihr schon irgendwie. Und ja, dann, damit Vanitas nicht irgendwie gleich ins Koma fällt, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Servus und Baba. Tschüss. Dass wir 2 Stunden schaffen werden. Es tut mir so leid. Jemand hat hier absolut eine Mauer.